Heute ist ein Resident Evil Teil im Geiste dran, nämlich Sweet Home. Ein 1900, nee, stimmt gar nicht, doch, klar, 1900 stimmt schon, aber 1989 erschienenes Spiel, das Capcom für den NES veröffentlicht hat und das ganz offiziell auch wirklich quasi die Vorlage für Resident Evil war. Shinji Mikami hat den Auftrag bekommen, auf Basis von Sweet Home ein Spiel, ein 3D-Spiel zu machen, und das wurde dann Resident Evil. Und heute gehen wir eben wirklich mal zurück an die Wurzeln und schauen uns so die ganz frühen Dingis an. Das allererste Resident Evil, wenn man so will, die Vorlage dafür und wenn man so will, vielleicht auch ein ganz früher Vertreter des Horror- und des Survival-Horror-Genres überhaupt. Ich mache jetzt mal die Resident Evil-Musik aus. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch schon für heute. Hallo, Jurissa, wie geht's? Kennt doch jemand die Belohnung von Resident Evil 2 alte Version, wenn man das Spiel im Wechsel Leon, Claire 6-mal durchgespielt hat, ohne zu speichern? Rocket Launcher? Ha, weiß ich nicht. Okay, los geht's. Ich drücke Start, so wie es da auf dem Bildschirm steht. Rocket Launcher, Gatling Gun und MG, glaube ich. Huh. Irisa, danke schön fürs Followen. Freut mich sehr. Schön, dass du mit dabei bist. So, auf geht's. Jetzt. Gut. Change Names. Yes, wir ändern die Namen. Okay, das sieht super weird aus. Habe ich einen Cursor? Ich sehe überhaupt nichts. Please change. Ah, okay, jetzt. Okay, jetzt passt auf. Dann ist das jetzt der Land Squid. Wo ist denn hier das Q? Verdammtes Alphabet immer. Moment mal, wo ist wirklich das Q? Bitte, die FGH, ihr KLMNOPQ. Ah, hier. Ich hab's überhaupt nicht gesehen. Ah, schade. Mehr geht nicht. Dann Landscure ist fein, finde ich. This name, okay. Yes. So, ich hab's mir gedacht. Wir haben nämlich ein ganzes Team in dem Spiel, das wir benennen dürfen. Ne? So Chill, Wesker, Barry, Chris. Wir dürfen den Namen geben. Wer will denn? Wer möchte denn? Ich suche mir jetzt die Subs raus. Hey, Mr. Nonconform. Ich suche mir jetzt die Leute raus, die reingesappt haben, und die werden jetzt hier Figuren in unserem Spiel. Nonconform, du bist dabei schon mal. Mit K. Noncon. Noncon ist eigentlich ziemlich gut. Weiter geht's. Nächste Figur. Snake. Mr. Snake ist mit dabei. Yes. Okay. Der nächste. Weiter geht's. Wir brauchen einen weiteren Namen. Death Demon. Du bist auch mit dabei. Death. Sehr gut. So, Desert Railgun. Hi, willkommen. Willkommen auch im Team, würde ich sagen. Desert, perfekt. Land Squid, Nonco, Snake, Death und Desert are correct. Yes. Los geht's, Leute. Ein Untersuchungsteam sucht nach einem gewissen Fresco. Aber es ist in einer verfluchten Villa. Thank you.
Türsequenzen. Los geht's, bereitet die Kameras vor. Gut, wir sind alle hier. Irgendwo in dieser Villa ist das Mayas Fresko, ich bin mir sicher. Das Fresko war mal... Die Tür geht zu. Was zur... Oh oh. Der Ausgang. Narren. Die mir widersprechen und mein Haus betreten, sollen es nie wieder verlassen. Was geht hier vor sich? Ingame-Sound leiser bitte, können wir machen. Momentchen. Ach so, ich weiß schon, was los ist. Ah ja, okay, alles klar. So dürfte es besser sein, oder? Machen wir noch ein bisschen leiser. Okay. Okay. Ich muss noch umdisponieren, weil ich jetzt ja nicht mehr über HDMI über die PlayStation spiele, sondern über den System-Sound quasi, ne? Hab den falschen Regler gedreht. Auf in den Kampf! Spielsound viel zu laut. Ja, ich habe mich darum gekümmert. Gut, Leute, dann schauen wir mal. Okay, erinnert euch daran, dass wir alle unsere eigenen Werkzeuge mitgebracht haben. Schauen wir mal. Party. Wir haben... Ach so, da kann ich jetzt Figuren wechseln. Jetzt rede ich mal mit allen. Nonkonform. Mach dir keine Sorgen. Okay. Death Demon, mach dir keine Sorgen. Danke. Snake, mach dir keine Sorgen. Okay. Desert, mach dir keine Sorgen. Okay, gut. Dann hätten wir das geklärt. Team. Sollen wir uns zusammenschließen? Ja. Sicherheit in Zahlen. Team. Sollen wir uns zusammenschließen? Ich denke, das ist eine gute Idee. Ah, Moment. Team. Sollen wir uns zusammenschließen? Wir sollten unsere eigenen Wege gehen. Okay. Sollen wir uns zusammenschließen? Ah, wahrscheinlich ist das die Maximalgröße des Teams. Ich verstehe. Okay. Wir kommen der Sache näher. Aber wenn ich jetzt... Aha! Okay, man macht sich mehrere Teams. Ich verstehe. Sehr gut. Okay, hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Nee. Schauen wir mal, was da liegt. Das ist noch so ein bisschen Oldschool-Adventure auch, ne? Mit diesem Interaktionskasten. Finde ich ganz cool. Ich würde sagen, wir sollten uns keine Sorgen machen. Mehr als drei dürfen nicht im Team sein. Ja, genau. Scharfes Glas ist überall. Okay. Items. Ah, guck mal. Death Demon hat einen Staubsauger dabei. Und Nonkonform wahrscheinlich ein Erste-Hilfe-Kit oder so, nehme ich an. Ich weiß nicht genau. Was hat das andere Team dabei? Ein Feuerzeug, so wie Chris. Ein Schlüssel, Master of Unlocking ist der Satrailgun. Und eine Kamera hat Snake dabei. Ich verstehe. Dann passt jetzt mal auf. Dann nehme ich jetzt mal... Nee. Dann nehme ich jetzt mal Desert Railgun. Und Desert benutzt jetzt mal den Staubsauger an den Scherben. Nice! Erstes Rätsel hätten wir schon mal gelöst. Jetzt geht's ab. Warte, ich benutze ihn nochmal. Gut, dass die aus irgendeinem Grund den Staubsauger mitgenommen haben. Wahrscheinlich zur Geisterjagd. Ich weiß nicht,
was ab jetzt passiert. Lasst uns zusammenbleiben. Dieser Ort ist riesig. Ha, dieser linke Raum. Ein Fresko. Aber wie sollen wir es präservieren? Ich habe da schon eine Idee, wie wir es präservieren. Ich verstehe, ich verstehe. Ich glaube, das ist ganz cool, Leute. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Staubsaugervertreter, ja genau. Also mein Handy sagt, es ist Mittwoch, aber Lancy streamt doch nur Dienstag. Ja, im Grunde hast du was verpasst, Zombie-Piraten-Girl, weil heute ist Bonus-Stream. Gestern wurden 40 Subs überschritten und somit wurde der erste Bonus-Stream freigeschaltet, die ich jetzt immer wieder mal im Laufe dieser Resident Evil-Reihe machen werde. Und in diesem ersten Bonus-Stream spielen wir Sweet Home, das quasi so die Vorlage für Resident Evil war. Okay. Jetzt benutzt Snake seine Kamera am Fresko und Buchstaben erscheinen. 1 bis 6. Meine drei Freskos werden das Puzzle lösen. 1 bis 6. Huh. Tonic. Ein Trank oder sowas. Item. Move. Ja, wir haben einen Trank mitgenommen. Ist okay. Und hier haben wir noch eine Kerze, schätze ich mal. Waxy. Waxy ist anscheinend die Kerze. Was haben wir hier? Ein Dolch oder sowas? Fruit. Fruit? Fruitschwert. Heißt das, das ist ein Obstmesser oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Wenn du immer wieder Bonus-Streams passend zu Resi machst, machst du dann auch einen zum Schwarzen Schloss? Das kann ich dir nicht versprechen. Ich habe schon viel mehr Pläne, als ich ziemlich sicher umsetzen kann. Deswegen vermute ich nicht. Look. Genau, Fruit, das hatten wir schon. Dann Item. Move. Can't exchange. Ich verstehe, Leute. Okay, guck mal, das ist eigentlich ganz nice. Wenn wir jetzt hier auf Items gehen, dann sehen wir in der obersten Reihe quasi die festen Items, die jeder Charakter von uns hat, so die Spezial-Items. So wie Chris, ne, das Feuerzeug hat dann im Remake zumindest und Jill die Schlösser knacken kann. So haben die hier quasi ihr Feuerzeug und ihren Schlüssel und ihre Kamera und so weiter. Dann hat jeder zwei Slots für Items, die wir verteilen dürfen. Wie jetzt zum Beispiel mit dem Heiltrank und der Kerze. Und Landsquid hat jetzt ein Obstmesser. Ich weiß nicht, was ein Fruit wirklich ist, aber ich sage, es ist ein Obstmesser, haben wir jetzt als Waffe dabei. Immerhin. So, und was haben wir hier noch? Feines, einen Brief. Willkommen zu meinem Zuhause. Fotografiere mein Fresko. Denn dort liegt der Schlüssel zum Weg nach draußen. Es ist von Ichiro. Und das muss das Fresko sein. Na gut, da ist sogar ein Tipp, aber das haben wir jetzt schon gemacht. Wir haben ein Fresko fotografiert. Keine Ahnung, was passiert ist. Ein Abgrund. Wenn wir doch nur eine Brücke hätten. Eine Notiz. Takashi, the next fresco is across. Also das nächste Fresko ist gegenüber dieses Abgrundes auf der linken Seite. Sei vorsichtig. Hier waren also schon andere wie wir. Furchteinflößend. Ah ja, guck mal, eine Tür. Die ist verschlossen, nehme ich an. Das heißt, ich benutze den Schlüssel von Desert Railgun. Yeah, Türsequenz. Nice.
hatte Sweet Home gerade im Home Sweet mit Home Sweet Home verwechselt. Ah, nee, das ist wieder was anderes. Oh Gott, hier fliegen Geister durch die Gegend. Und es hat auch nichts mit der Netflix-Serie zu tun. Es gibt aber tatsächlich einen japanischen Horrorfilm, der ist zeitgleich mit dem Spiel erschienen und die gehören tatsächlich zusammen. Die erzählen die gleiche Geschichte quasi. Also die haben Film und Spiel gleichzeitig released. Das war irgend so eine Multimedia-Kooperationsgeschichte. Eine Nachricht. Kenshi. Das Fresko enthält Hinweise. Ich glaube, sie sind nach Datum sortiert. Was ist das hier? Ein Seil. Haben wir eine Schere dabei? Haben wir nicht, aber wir haben ein Feuerzeug. Das benutze ich jetzt. Yes. Da steht was mit Blut an die Wand geschrieben. Written in Blood, tatsächlich. Uiuiuiui. Die Kraft des Herzens wird das Böse besiegen. Okay, merken wir uns. Love, heart is not a useless power. Ein Skelett. Gut. Moment, kann ich das Skelett mitnehmen? Jetzt schauen wir uns erstmal das an. Holz. Okay. Ich schätze mal, das Holz nehmen wir einfach mal mit, ne? Move. Took wood. Ja, okay. Kann man immer brauchen. Item. Took wood. Okay, Holz haben wir schon mal genommen. Oh oh. Ein Monster. Wisp. Sieht aus wie ein Löwe oder so, ein Feuerlöwe. Landsquid hat schon ein Schwert. Was sind denn Tools? Ah, da könnte ich jetzt... Okay, da könnte ich mein Feuerzeug benutzen. Call? Ah, da ruft man die anderen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Landsquid hat schon sein sein Obstmesser. Damit attackieren wir ihn jetzt. Und Desert prayed mal. Vielleicht ist Prayen sowas wie ein Magiesystem? Oh. Oh. Ja, Prayen hat dem voll viel Schaden gemacht. Nice. Okay, cool. Ich habe schon gelesen, dass das Spiel eigentlich immer noch ganz cool ist, aber dass es sehr grindy ist. Deswegen weiß ich auch nicht, ob wir es wirklich durchspielen. Es ist anscheinend wirklich sehr viel alter JRPG-Grind mit drin. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Aber schauen wir mal. Oh, Silberschwert. Okay. Das kriegt dann mal Desert. Sollte mal speichern vielleicht. Okay. Warte mal, kann ich nicht auch hier... Ne, weiß ich jetzt gerade nicht. Lassen wir lieber. Ah doch, jetzt habe ich auch hier im Emulator gespeichert. Okay, cool. So, was haben wir hier? Holz. Nehmen wir noch mehr Holz mit. Ich habe keine Ahnung, was wir... Ich frage mich, ob das so ein Spiel ist, wo man alles Mögliche mitnehmen kann, aber man braucht gar nicht alles. Okay. Oh, Kampf. In der Dunkelheit. Dreck. Nein, Würmer. Die sehen irgendwie weird aus. Attacke. Attacke. Und beten. Beten hat bei dem Wisp gut funktioniert. Ein Schaden. 9 Schaden! Hey, ich sollte immer beten. Das ist ja voll gut. Hat beten irgendeinen Nachteil? Ah, man kann anscheinend nur eine begrenzte... Ich sehe es, 11 von 15. Beten sollte ich mir echt einteilen. Oh, Landsquid leveled up. Oh, Desert leveled up. Snake leveled up. Okay. Eine Notiz. Einer ist runtergefallen, aber wurde wieder in Sicherheit gezogen. Was bedeutet das nur? Ich weiß es nicht, aber ich habe gerade eine Idee. Wartet mal. Items. Wir haben doch Waxy, die Kerze, dabei. Ah! Das ist das Symbol für eine Kerze, was da hinten wie ein I aussieht. Ich glaube, das soll Wachskerze bedeuten, quasi, ne? Aber es sieht aus wie Waxy. Ich find's gut. Ich find, unsere Kerze heißt Waxy. Hallo, Puzzles. Du hast den richtigen Namen für das Spiel, das wir heute spielen. Vielleicht kannst du uns weiterhelfen bei den Puzzles, die wir heute lösen müssen.
Wir nutzen Waxy. Ja, und wir sehen was. Wenn auch nicht viel. Item. Dann nehmen wir nochmal das Wood mit. Meine Güte. So, und jetzt ist hier ein Abgrund. Ah. Und, oh, hey, das ist ja irgendwie richtig cool. Oh, das fühlt sich gefährlich an. Wir sollten lieber im Team bleiben, zur Sicherheit. Okay, anscheinend sind diese Brücken nicht so stabil. Eieiei. Lansquids schlimmer Angriff mit dem Obstmesser. Ja. Ich weiß aber wirklich nicht, ist Fruit... Ist Fruit irgendwie, weil das andere heißt Silbermesser. Ist Fruit irgendein Material oder so? Oder was ist los? So, Snake, unser Kameramann, hat jetzt ein Oak. Ein Oak-Speer, ein Eichenspeer oder so. Geht's nicht weiter? Oh, oh. Desert schreit Hilfe! Team? Should we team up? Thanks, thank you. Save me. Aber jetzt ist hier... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, zum Glück haben wir so viel Bretter. Ich hoffe, ich darf hier noch eins benutzen. Jetzt benutze ich nochmal Waxy. Und jetzt benutze ich nochmal Wood. Und jetzt teamen wir wieder ab, bitte. Oh gut, jetzt gehen wir alle darüber. Ja, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Jetzt haben wir zwar einen Speer. Nein, guck, die gehen immer wieder kaputt. Ah, oh, shit. Shit, ich schätze, hier geht's nicht wirklich weiter, ne? Mist. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Bretter. Snake, du musst uns mal retten. Snake hat ein Brett benutzt. Und jetzt kann Landsquid... Ja, jetzt können wir wieder drüber gehen. Wir machen wieder ein Team. Okay, okay, aber warte mal. Jetzt benutzen wir die Bretter, um über den Abgrund zu kommen. Oh, oh, aber erst ein Kampf. Hi, Mithook. Eine böse Puppe. Die sieht irgendwie... Weiß ich nicht. Das ist Baby Mr. X. Das ist quasi, ne, das inoffizielle Resident Evil Prequel und hier haben wir Mr. X als kleines Mädchen. Damals. Das Gesicht ist unverwechselbar. Ich versuch's mal mit draufhauen. Bei Beten sollten wir uns anscheinend echt einteilen. 6 Schaden und die Puppe ist tot. Okay, die böse Puppe ist scheinbar wirklich einfach nur so eine Puppe. Hey, aber das Skelett, können wir irgendwas mit dem Skelett machen? Ich versuche mal, ob ich das mitnehmen kann. Nee, okay. Hätte ja sein können. Ich laufe mal nicht in die Flammen. Ich spiele das heute tatsächlich blind, Mithook. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich weiß nur, dass es quasi die Inspiration für Resident Evil war. Und das hat mir gereicht, dass wir das heute so als Bonus in unsere Resident Evil-Reihe aufnehmen. Okay, wir haben noch ein Wood. Ich frage mich, ob wir da jetzt alle rüberkommen. Ja, okay. Oh, was ist denn das? Ist das ein abgetrennter Oberkörper in seiner eigenen Blutpfütze? Das Spiel ist gruesome. Ein Wisp. Ich versuche es nochmal mit Attacks. Jetzt haben alle drei Waffen eigentlich, ne? 1 Schaden, 5 Schaden, 2 Schaden. Aber hat gereicht. Team, wir sind die Besten. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem... Oh Gott, da sind voll viele Figuren. Sind ja andere Menschen. Boah. Oh, was ist los? Ein Kronleuchter fällt, glaube ich, gerade. Wir können entweder nach links oder nach rechts springen und ducken. Oh, ich hätte schneller sein müssen. Nein. Okay, in Zukunft muss ich mich einfach entscheiden bei sowas und darf das nicht lange vorlesen. Auf jeden Fall hätten wir beten können. Und das finde ich lustig, dass ein Kronleuchter auf unseren Kopf fällt und wir beten einfach. Tja, schauen wir uns das mal an. Seltsame Schatten, ja, finde ich auch. Ich gehe lieber mal zu dem abgetrennten Torso. Nee, wisst ihr was, ich muss erstens mal das Mikrofon ein bisschen zur Seite schieben, weil ich die ganze Zeit rein puste. Und zweitens,
werden wir jetzt mal speichern. Kennst du das Spiel Mithook? Ach so, du hast es hier geschrieben. Ich habe schon zweimal gespielt. Ich liebe es. Okay, sehr cool. Ich bin sehr gespannt drauf. Dann kannst du uns auf jeden Fall weiterhelfen, falls ich irgendwo hängen bleibe. Eventuell. Okay, Torso, schauen wir uns den mal an. Nichts. Okay. Was? Nichts. Wie nichts? Kann ich das mitnehmen? Kann ich das... Willst du in meine Party kommen? We better split up. Nee, nicht absplitten. Da kriecht irgendwie ein halber Mensch am Boden rum. Warum sieht das keiner? Ah, Kampf. Hab mir neulich wieder einmal die Resi-Filmreihe erneut angesehen und wieder festgestellt, wie unlogisch die ist. Ja, das stimmt. Ach, Talk ist auch eine Option. Danke, Mithook. Das machen wir gleich mal. Attack, attack, attack. Hey, aber Team B levelt nicht mit, oder? Be brave. Your tools. Deine Werkzeuge, Waffen. Feuer. Käfer? Strom. Fledermäuse. Ah, gibt mir da gerade Hinweise, dass Feuer gut gegen Käfer ist und Licht gut gegen Fledermäuse? Vielleicht. Danke, komischer abgetrennter Torso. Was ist denn das? Wie soll ich denn das interpretieren? Hä? Keine Ahnung. Hier ist niemand. Was? Eine Puppe. Kann ich die Puppe nehmen? Nee. Kann ich die Puppe anzünden? Nee. Kann ich die Puppe fotografieren? Nee. Dann weiß ich es auch nicht. Torsentorben. Der Torsotorben. Ja, genau. Wie viel Backseat Gaming möchtest du denn? Nicht so viel, nicht so viel. Gerade jetzt am Anfang, wo es noch neu für mich ist, möchte ich es wirklich so ein bisschen selber mir anschauen und erleben. Aber die Zeit wird kommen, in der ich wahrscheinlich sehr frustriert und genervt bin. Und dann sage ich Bescheid. Oh, eine Puppe. Kann ich die anzünden? Ja, was denn sonst? Okay, hier haben wir eine Axt. Ich hol mal schnell Team B. Wir könnten auch versuchen, die Puppe einzusaugen. Können wir ja da drüber... Oh! Okay, ab jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich hoffe, die beiden können kämpfen. Gegen Würmer! Weißt du was? Ich bete einfach. Boah, beten ist so mächtig! Aber die Würmer leben noch. Krass. Oh oh. Death Demon ist poisoned. Ich weiß nicht, wie wir die Poison wieder wegkriegen. Boah. Betet die mal weg da. Die sind irgendwie krass, die Würmer. Ja, endlich defeated. Okay, er ist vergiftet. Was machen wir denn jetzt? Aha, ich verstehe. Einfach geheilt. Das war gar nicht so schwer. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Puppe einsaugen können. Nee, aber können wir die Sandhaufen hier einsaugen? Nee. Oh, dann kämpfen wir wohl nochmal. Hoffentlich nicht wieder gegen giftige Würmer. Nein, giftige Würmer. Dammit. Hey, man muss da echt ein bisschen aufpassen, ne? Ich habe das Gefühl, wenn... Ah, sehr gut, die sind defeated. Wenn, man
ein Team zu lange stehen lässt und das voll unterlevelt, ne? Könnte das gefährlich werden. Aber jetzt... Hä? Was ist los? Warum könnt ihr die Axt nicht nehmen? Eine Runenaxt. Hä? Warum können die das nicht nehmen? Was ist denn los? Jetzt habe ich uns zugeparkt, natürlich. Ah. Warum will denn keiner die Runenaxt haben? Hä? Aha, Fruit and Rune Axe switched. Okay. Sind die. Jetzt muss ich nochmal zu den anderen wechseln. Vielleicht sind die nicht stark genug, aber das Fruchtmesser können die doch wahrscheinlich nehmen, oder? Ja, das geht. Okay, ich verstehe. So, und was haben wir hier? Nichts. Da ist aber offensichtlich was. Naja, gut. Unten gab es auf jeden Fall noch sehr viele Räume. Da werde ich jetzt mal reingehen. Aber vorher... Ups, drücke ich immer die falsche Taste. Speichere ich nochmal. Ja, anscheinend, ne? Anscheinend können nur bestimmte Leute bestimmte Waffen nehmen. Keine Ahnung. Huh. Continue! So, schauen wir mal. Schon wieder Würmer? Ich bin echt gespannt, was wir noch für Monster treffen. Ich habe da Bock auf cooles 2D-Monster-Design, aber die Würmer sind mal das langweiligste überhaupt. Auch wenn schon sehr viele Würmer sind, ne? Okay, aber trotzdem. Na kommt, Würmer. Ja, Würmer tot. Wie soll ich mir den Kampf eigentlich vorstellen? Stehen die da? Oh, wir brauchen unseren Staubsaugermeister. Lootraum. Und was für einer. Ah, kämpfen. Gibt's überhaupt mal eine Axt als Waffe in einem Resident Evil? Wüsste ich jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht für Outbreak sprechen, ne? Das ist möglich. Keine Ahnung. Ich mach mal einmal beten. Oh nein! Die können schon nicht mehr beten. Oh, ich hoffe, wir schaffen den Kampf. Die schaffen das schon. Aber was mit der Tür da ist, muss ich da... Habe ich noch ein Holzbrett? Nee, habe ich leider eben nicht mehr, ne? Die sind alle abgestürzt. Schon wieder so eine blöde Puppe, aber die war wenigstens sehr easy. Einfach ein bisschen draufhauen, dann geht die schon kaputt. Ja, gibt auch nur einen Erfahrungspunkt. Huh. Okay. Staubsauger-Action. Der Sound vom Staubsauger ist so geil. So, den saugen wir auch noch weg. Können wir das Skelett einsaugen? Oder mit ihm reden? Nobody's there. Oh! The light fell. Ach so, das Licht ist gefallen. Ich war zu langsam. Achte auf dich. Okay, das Skelett hat mit uns geredet. Und wir haben ein zweites Fresko gefunden. Ein Fresko. Aber wie sollen wir es präservieren? Es ist in Staub gehüllt. Aha, dann werde ich es doch erstmal absaugen. Tada!
und es ist so gut wie neu. Not needed. Okay. Ich mag das Spiel, ohne Witz. Ey, ohne Witz. Ich finde es so schade, dass das damals nur in Japan erschienen ist. Das wäre doch auch im Westen der absolute Hit gewesen. Das ist, ich meine, 89. 89 für ein NES, richtig geil. Ohne Witz jetzt. Richtig geil, was man da machen kann. Wie die Rätsel funktionieren und so. Bis jetzt. Schauen wir mal, wie es wird noch. Okay, wir brauchen einmal bitte Kamera. Ich überlege echt, ob wir unser Team neu formieren sollen. Hey, ich sollte mir dringend einen Stift holen und Notizen machen, weil das ist ein älteres Spiel, das erwartet das wahrscheinlich von uns. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr genau erinnern, was im ersten Fresko stand, was vielleicht ein Problem sein könnte. Zur Not können wir das im Internet nachschauen. Aber ich suche mal schnell den Kugelschreiber. Moment, ich bin sofort wieder da. Ich lasse euch die wunderschöne 8-Bit-Musik währenddessen laufen. Moment. Ach, war das wirklich wegen der Gewaltdarstellung? Das wundert mich aber, weil Japan doch auch, was Gewaltdarstellung angeht, relativ zimperlich ist, ne? So, ich glaube, das erste war irgendwie 1,16. Aber was da stand, weiß ich nicht mehr. Wisst ihr noch, was im ersten Fresko stand inhaltlich? Ich weiß es nicht mehr. Dann haben wir hier 1,15. One needs a mallet. Okay, man braucht ein Mallet to remove, um den Felsen zu entfernen. Ich weiß leider nicht, was ein Mallet ist. Mallet für Fels, schreibe ich mir mal auf. Wird jetzt Mittwoch öfter gestreamt, wenn wir so Bonusziele erreichen. Also ich mache das quasi so nochmal zur Erklärung, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Jeden Dienstag spielen wir die Resident Evil Reihe weiter, von vorne bis hinten komplett durch. Vom ersten Spiel bis zum letzten, je nach Release-Datum, auch die weirden Spin-Offs, nur irgendwelche komischen Handyspielchen lasse ich weg. Und während wir ein Spiel spielen, kann man immer Bonus-Streams für Mittwoch freischalten, die zu dem Spiel passen, das wir gerade spielen, aber nur in der Zeit, in der wir spielen. Also jetzt, während Resident Evil 1 gespielt wird, haben wir jetzt quasi schon das erste Bonusziel erreicht, das war Sweet Home, und das zweite Bonusziel, das wird ziemlich sicher noch erreicht, nämlich wenn 4040 Abos auf dem Let's Play YouTube-Kanal erreicht wurden, was schon fast der Fall ist, dann kommt das zweite Überraschungsziel. Und immer wenn so Ziele erreicht werden, dann gibt's Mittwochstreams. Auf jeden Fall. Wie regelmäßig das dann ist, weiß ich nicht genau. Und das hängt auch immer ein bisschen von den Spielen ab und wie wir Bock haben und so weiter und so fort. Aber ja, auf jeden Fall öfter, würde ich sagen. Mallet ist ein Hammer. Dankeschön. Das macht Sinn. Also, Hammer für den Felsen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ich bin schon gespannt auf die zwei krassen Momente. Schauen wir mal. Hallo, Arizona XX. Dienstag ist schlecht, da ist ein Magic-Abend. Aber Mittwoch schaue ich gern vorbei. Ah ja, na guck. Perfekt, immerhin. Ich würde gern meine Teams neu formieren, ehrlich gesagt. Ich habe nämlich das Gefühl, Staubsaugerperson und... Ja, weiß ich, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Ich würde nur gern... Nein, nicht euch beide. Oh, die Teamverwaltung könnte ein bisschen besser sein. Okay, jetzt will ich aber unsere Staubsaugerperson aus dem Team werfen. Und unsere Staubsaugerperson... ist Death Demon, oder? Genau. Death Demon verlässt jetzt das Team. So. Gut. Soweit. Und jetzt... nehme ich Nonkonform. Nee, nicht Nonkonform. Sondern Snake. Und Snake verlässt jetzt auch das Team. Und Kameramann und Staubsaugerperson bilden jetzt ein neues Team. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, die beiden passen zusammen.
Die sind ein gutes Team. Staubsauger und Kamera, let's go. Und die anderen drei machen Team 2. Ich hätte nämlich gern unseren Healer mit dem Team. Und Schlüssel sind auch immer gut. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Look. Noch ein Fruchtmesser. Guck mal hier, das kannst du doch bestimmt nehmen. Gut. Und dann haben wir hier noch. Ich hab gar nicht. Ist es eine Tonic auch? Genau, ein Heilmittel. Und was ist das? Ein Brett wieder. Ah, oder? Genau, haben wir wieder Wood. Hey, aber das Wood eine endliche Ressource ist schon gemein. Da muss man echt aufpassen. Nee, stopp. Und was ist das hier? Look. Ein Silber. Silber klingt besser als Frucht, oder? Ich schau mal, ob ich das austauschen kann. Falsch. Genau. Okay, cool. Ja, dann gehen wir mal wieder auf Expedition. Sehr gut. heute geht's bis 9. Bis 9 wieder. Oh, wir sind frei. Springt in den Fluss. Dann haben wir es durchgespielt. Was ist los? Rein da. Ihr Trottel. Naja, gut. Eine Bronzestatue. Kann ich die anzünden? Habe ich mir schon gedacht. Schade. Kann ich mit ihm reden? Nee. Eine Bronzestatue. Gucken wir mal, was da steht. Eine Nachricht. Takashi. Das dritte Fresko. Im Obergeschoss. Okay. Hi, Daniel. Wirst du eigentlich auch im Dezember das mit Resi weiter durchziehen? Ja. Oder da was anderes machen wegen der Weihnachtszeit? Nö. Resident Evil geht jetzt für immer weiter. Ich habe nicht vor, dass ich da irgendwie... Ich wüsste auch gar nicht, was wir großartig weihnachtlich machen könnten. Außer irgendwelche Schneelevel in Videospielen. Okay, irgendwie können wir die Tür nicht öffnen. Locked. Huh. Jetzt bräuchten wir doch Chill, die wahre Master of Unlocking, ne? Locked. Item. Key. Use. Used Key. Ah, jetzt funktioniert. Türsequenz. Ja klar, Tormented Souls habe ich durchgespielt. Finde ich auch sehr cool. Fand ich super. Coole Rätsel auch. Was ist denn jetzt los? Ja, Würmer. Einmal beten und zweimal draufhauen, muss reichen. Nein, es hat nicht gereicht. Dann haut noch mehr drauf, Leute. Ordentlich draufhauen. Jawohl. Yeah, level up, level up, level up. Kann ich mir eigentlich irgendwo mal so ein bisschen... Irgendwie nicht so richtig, ne? Ich kann mir irgendwie nicht so wirklich die Level und die Stats von den Leuten anschauen. Aber ich kann mir schnell speichern. Und ich kann mal lesen, was da an der Wand steht. In Blut. Meide die Schatten. Okay. Wir haben noch unseren Waxy dabei. Der hilft uns hier nichts. Ein Speer. Tja, ist der Speer jetzt besser als ein Silberschwert? Ich habe keine Ahnung, aber das Silberschwert war gerade gegen die Würmer sehr schlecht. Das hat einen Schaden gemacht. Das ist wirklich sehr schlecht. Ich habe alle Resident Evil Spiele. Nice. Wirklich selber im Besitz. Auch die weirden Spin-Offs. Das habe ich nicht.
Jo, mach's gut, Zombie-Piraten-Girl. Ja. Weißt du denn, was die Geister machen im Spiel? Nee, keine Ahnung. Items. Silberschwert. Wolf. Wir nehmen stattdessen... Okay. Oh oh. Ich will neue Gegner sehen. Wirklich jetzt. Ich will wirklich neue Gegner sehen. Ich habe sehr viel Interesse an den Kreaturen hier. Aber bis jetzt haben wir noch nicht viel gesehen. Ich hoffe, da kommen noch mehr. Okay. Ich schätze mal, hier könnten wir jetzt mit einem Holzbrett eine Abkürzung machen, ne? Aber keine Ahnung. Okay. Oh! What? Eine Nachricht. Esuko. Du kannst deine Ersatzkamera finden. Und den Schlüssel im anderen Raum. Finde sie. Ha, das ist jetzt irgendwie schlecht. Wie komme ich denn da jetzt weiter? Nicht mehr, oder? Das Silbermesser macht mehr Schaden gegen Spirits, während die Speere oder physischen... mehr physischen Schaden macht. Habe ich mir schon gedacht, sowas in der Art. Bei Supernatural half immer Eisen gegen Geister. Und Salz. Die Salzschrotflinte. Die bräuchten wir jetzt. Okay, das sind jetzt Steine. Da brauchen wir erst einen Hammer. Haben wir beim zweiten Fresko gelernt, ne? Item. Key. Use. Used Key. Die Türsequenzen sind schon sehr nice. Fledermäuse. Ah! Jagen die mich gezielt? Weiß nicht. Zufallskampf. Oh, ein Totenkopf, der einfach so rumliegt. Warum sollten wir vor dem Angst haben eigentlich? Kommen wir mal drauf. Ah! Weil Schlangen in dem wohnen. Das ist aber nicht sehr übernatürlich, oder? Da wohnen halt Schlangen drin und wir hauen mit unseren Hämmern drauf. Kein Wunder, dass die nicht so gut gelaunt sind. Oh Mann, ich bin schon gespannt, wie ich meinen Prey wiederherstellen kann. Aber solange müssen wir jetzt einfach auf den draufhauen. Zumindest Desert Railgun macht ein bisschen Schaden. Lance Good ist Poison, sollte aber nicht so schlimm sein. Okay, der Skull ist defeated. Das war jetzt aber schon ein gefährlicher Kampf. Item, Kit, Used Kit, Lance Good cured. Hilfe, Fledermäuse! Vorsicht! Zu rechten springen. Wir sind entkommen. Wisst ihr was? Ich kämpfe jetzt gegen die Fledermäuse, weil die nerven mich. Was machen wir denn sonst mit denen? Komm her, Mistviech. Hi, Katmo. Fledermäuse. Hauen wir mit unseren Hämmern und Schwertern drauf. Oh, wir sind nicht gut gegen Fledermäuse, ne? Vielleicht doch noch mal ein bisschen beten. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob Elektro oder Feuer gut war gegen Fledermäuse, aber ich benutze jetzt mal... Okay, Waxy und Feuerzeug haben gar nichts bewirkt, das hätte ich mir sparen können. Muss ein bisschen die Lebensenergie im Auge behalten. Non-Conform geht's gar nicht mehr so gut. Oh, das hat Railgun wenigstens ein bisschen Schaden gemacht, dankeschön. Aber die Fledermäuse sind auch nicht sehr gefährlich anscheinend. Kein Effekt steht da immer, wenn die mich beißen wollen. Ne, dann können wir das schon noch ein bisschen fortführen, ne? Feuerzeug hilft doch gegen Fledermäuse. Wirklich? Da stand doch gerade kein Effekt. Ich habe doch gerade Feuerzeug benutzt. Jetzt sind sie besiegt. Oder soll ich hier... Ja, hier könnte ich das Feuerzeug benutzen, ne? Nichts passiert.
Aha! Feuerzeug! Nichts passiert. Ah, richtig, gegen Fledermäuse half die Kamera. Ah, dammit, die haben wir jetzt natürlich nicht dabei. Dann einfach draufhauen, aber für die Zukunft gut zu wissen. Es war immerhin gerade 5 Schadenstreffer. Oh, deshalb ist Poisoned, aber ist kein Problem. Benutzen wir gleich hier das Kit. Wenn die nur vergiften können, dann kann uns eigentlich nichts passieren, oder? In dem Kampf. Keine Ahnung, ob die Heilung Ladungen hat, aber wir werden es rausfinden. Landgrid ist poisoned. Desert ist poisoned. Item. Kit. Use. Used Kit. Landgrid cured. Desert cured. Easy. So. Wir haben hier... Man findet ganz schön viel Speere und Stuff, ne? Gucken wir uns mal die Puppe an. Eine Puppe. Eine Monsterpuppe. Willkommen! Hallo. Ist ja nett, dass wir hier so schön begrüßt werden. Ich befürchte, jetzt müssen wir mal Team 2 herholen. Sind die ausgerüstet? Immerhin einigermaßen. Los geht's. Würmer! 4 Schaden, 6 Schaden. Okay, ich finde, die hauen ganz gut rein gegen die Würmer. Hoffen wir, dass die nicht böse vergiftet werden. Ich kann den Text gar nicht lesen, das geht so schnell. Was machen die Würmer? Jetzt stand da Effekt, aber irgendwas mit Lunge stand da vorher. Und jetzt sind sie tot. Wir werden es nie wieder machen. Okay, gut. Schnell, lauft! In Sicherheit! Okay, cool. Oh, hier drin ist überhaupt keine Sicherheit, stimmt. Noch ein Totenkopf. Oh Gott, die müssen jetzt gegen Totenkopf kämpfen. Und keiner kann mehr beten. Ja, dann. Der kann auch beten. Boah, beten ist schon gut. Ich muss irgendwo mein Glaubensmanna wieder auffüllen. Weil sonst wird das hier ein langer Kampf. Yay! Fischbrötchen mit Zwiebel ist jetzt ein Bergreiter. Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Slenderax, vielen Dank fürs Verschenken an eines Subs an Fischbrötchen mit Zwiebeln. Super nett von dir. Vielen Dank. Freut mich sehr. Okay, nehmen wir mal die Kerze mit. Dann haben wir ein zweites Waxy. Und dann nehmen wir noch unseren Woody mit. So schließt sich der Kreis. So, Staubsauger. Ich finde das einfach, ich weiß nicht warum genau, aber ich finde es einfach unheimlich witzig, dass in diesem Horror-Adventure quasi eine Waffe, ein Werkzeug, ein Tool der Staubsauger ist. Keine Ahnung, das hat so Luigi's Mansion-Vibes für mich, ne? Tod. Warum hast du mich zurückgelassen? Oh. Ich war das nicht. Aber jetzt lasse ich dich zurück, sorry. Eine Maus! Warum ist da eine Maus? Die tut doch gar nichts. Eine Notiz. Shogo. To go beyond, turn on the generator first. Um weiterzukommen, musst du erst den Generator anschalten. Oh, es muss doch irgendwo in der Nähe einen Generator geben. Was ist denn das hier für ein Riesending? Aber will ich das wirklich gegen meine Runenaxt tauschen? Runenaxt klingt schon cool, ne? Blöder Eichspeer, würde ich sagen.
Moment mal, gegen was haben wir das jetzt getauscht? Ein altes Großschwert oder so, keine Ahnung. Was weiß ich. Nehmen wir lieber noch ein bisschen Holz mit. Und jetzt gehe ich mal zu der Maus. Maus, bist du böse? Anscheinend ist die Maus böse. Böse Maus. Nein, warte mal. Die böse Maus ist ein Totenkopf. Hä? Schauen wir mal, ob die alte Axt gut ist gegen Totenköpfe. Ja, und wie? Alte Axt, super. Nice. Deshalb Railgun. Du hast gerade irgendwie plus 15 Stärke bekommen oder so. Sehr nice. Und Level Up. Verdient. Aber das war nicht die Maus, ne? Eine Maus. Wir können nicht mit der Maus reden. Hier sind auf jeden Fall zwei Türen und ein Gang. Aha, ich benutze das mal. Benutzen wir mal ein Wood. Oh. Wir haben das nächste Fresko gefunden. Eine Notiz, Shogo, der Generator ist östlich. Oh, was haben wir denn hier? Eine riesige Wurst. Nein, nur ein Seil. Schade, schade. Moment mal, warum kommen hier drin komische Feuerdinger? Geh weg, Hilfe! Oh nein, Desert Railgun wurde entführt. Was zur Hölle ist denn jetzt los? Oh, okay. Gar nicht so schlimm. Oh nein, jetzt Desert Railgun ganz allein und wird angegriffen. Von einem Zombie. Ja, wirklich, ein Zombie. Nice. Desert Railgun, das ist ein Predicament, in das wir dich da gebracht haben. Aber kriegen wir schon hin. Attacke, 20 Schaden. What? Zombie hat gerade 22 Schaden gemacht. Desert is frozen. Was ist los? Sie wurde entführt. Ach, das geht ja noch. Diese Geister bringen dich random irgendwo ins Haus. What? Okay, Desert Railgun. Keine Sorge, wir kommen, um dich zu retten. Das Zombie hat dich irgendwie gefroren. Can't team up now. Nothing. Yuka. Help, quick. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Waxy? Waxy, kannst du was machen? Nichts passiert. Dammit, was machen wir denn jetzt? Mithook. Hilfe. Oder nach einer Pinzette fragen. Um die Made. Was? Das bezieht sich auf irgendwas anderes. Ich habe Angst, dass ich jetzt die Tunik benutze und dann verschwende ich die. Hol die Krankenschwester. Ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Dann nehmen wir aber erst noch das lange Holzbrett hier mit. Das Seil wäre bestimmt auch eine gute Idee, ne? Aber jetzt müssen wir erstmal... Ah, genau. Sollen wir uns zusammenschließen? Ist immer lustig. Das ist, was man sagt, wenn man jemanden rettet. Noch ein Zombie. Oh Gott, wenn jetzt wieder wer gefroren ist. Die Zombies sind voll krass. Shit. Shit. Okay. Shit. Shit. Was machen wir denn jetzt? Komm schon, das schaffen wir. Landscape, haut drauf, das schaffen wir. Oh Gott, ein paar Treffer halten wir noch durch. Die Zunge, der Mann, ist das krass. Scheiße.
Non-conform died. Und das war unsere Heilerin. Damn it. Das ist, glaube ich, nicht gut. Das ist, glaube ich, gar nicht gut. Meine Güte. Zombies, ey. Damn it. Ich befürchte, wir müssen neu laden. Das ist schlecht. Habe ich auch das Gefühl. Boah, das war überraschend krass gerade. Wie lade ich denn eigentlich mein Safe Game? Das weiß ich gar nicht. Ich quitte mal. Restart. Quit. Begin at the last save. Yes. Okay. Fangen wir nochmal von hier an. Meine Güte, Zombies. Meine Güte. Also du kannst weiterspielen. Später wirst du noch ein Heil... Ah, okay, okay. Nee. Aber ich habe das Gefühl... Oh, ich weiß auch nicht genau. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Wir treffen uns jetzt mal bei dem Fresko da oben. Und dann... Müssen wir mal gucken. Ja, zum Glück habe ich oft genug gespeichert. Das ist kein Problem. Jetzt würde ich sagen, treffen wir uns mal alle in dem Freskoraum und hoffen, dass wir nicht von Geistern entführt werden und auf dem Weg dahin nicht von Zombies gelähmt. Dass die Teammitglieder nicht durcheinander durchgehen können, ne? Das ist auch blöd. Ja, aber man kann sich doch auch mit den Holzbrücken voll in eine Sackgasse spielen, ne? Das ist schon ziemlich gemein. Da muss ich jetzt direkt mal schnell gucken. Wir haben noch ein Wood im Inventar, weil jetzt geht ja das wieder kaputt. Genau. Ah, Kampf. Hier drin. Ich dachte, hier drin sind wir sicher. Ich würde immer gerne noch... Na gut, ja, gib mir gerne einen Tipp. Passt schon für die beiden Teams. Immer her damit. Hi, Mr. Zed. Oh Gott, Leute, schon wieder ein Zombie. Kann ich einfach weglaufen? Run. Okay, das hat funktioniert. Buchstaben erscheinen. Ich mache mir wieder Notizen vorsichtshalber, auch wenn ich noch nicht verstehe, wo das hinführen soll. Was war denn da jetzt? Irgendwas mit 20, 1,23 oder so. Der Hammer ist unter dem Schreibtisch in dem Raum mit dem kleinen Biest. Ah, Maus vielleicht. Hammer unter Schreibtisch. Kleines Biest. Okay. Nicht schon wieder. Geh weg. Geht weg. Nein! Hilfe! Schon wieder Desert Railgun. Ey, die haben es auf dich abgesehen. Naja, wir retten dich gleich. Keine Sorge. Okay, jetzt pass auf. Also, im Kampf kannst du den Befehl Call nutzen, um das andere Team zu holen. Ah, das hat den Vorteil, dass das andere Team dabei auf keine Gegner stößt und sich ungestört bewegen kann. Und sobald das Team im Kampf beitritt, kämpfst du zu fünf. Danke. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Tipp. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, selbst die vom Geister entführten, ne? Quasi. Na, cool. Okay. Haben wir das schon gelesen eigentlich? Ah ja, der Generator ist östlich, ja. Jetzt habe ich nur das Problem, dass, glaube ich, unsere kompletten Inventars komplett voll sind. Nee, stimmt überhaupt nicht. Ich habe gelogen. Ich bin ein ganz gemeiner Lügner. Na,
Kampf. Okay, Zombie. Und jetzt gehe ich auf Call und Call Snake. Und jetzt gehe ich hier auf Call und Call Desert. Snake joined. Ach so, aber ich muss dann mit denen laufen. Aber ich bin sicher vor Zufallskämpfen. Oh shit. Aber was mache ich denn jetzt? Dann wechsle ich wieder zurück einfach. Ah, warte mal, hier kann... Ach so, hier kann ich mir die anschauen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich mit ihr nicht... Aha. Dann hört es nach einer gewissen Zeit von allein auf. Ich verstehe. Okay, aber das ist tatsächlich gut zu wissen. Das macht die Kämpfe wahrscheinlich ein bisschen leichter. Auch wenn Zombies immer noch sehr krass sind, befürchte ich. Vor allem, wenn ich einfach keinen Schaden mache. Ich kann leicht beten mit ein paar. Vielleicht hilft's. Beten wir nochmal so die letzten... Mein Gott, Death Demon kann super beten, theoretisch. Hey, ein Tipp, den ich auch gern noch hätte, tatsächlich ist, wie fülle ich meine Gebetsenergie wieder auf? Das wäre noch interessant. Ja, das macht's auch einfach, wenn du beispielsweise Erfahrung sammeln willst. Ja, ja, genau, genau, auf jeden Fall. Hast du recht. Aber ich weiß halt echt nicht, ob... Ich weiß halt echt nicht, ob wir gegen den Zombie trotzdem gewinnen können. Der ist trotzdem zu krass. Keiner kann dem Schaden machen. Ich glaube, ich laufe weg. Oh, weglaufen gescheitert. Come on. Oh. Gott. Use kit, but nothing happened. Can't team up now. Hä? Was ist los? Aha, okay. Gut. Dann nehmen wir jetzt noch schnell das Holzstück damit. Und dann hauen wir hier aber ab. Hey, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe gerade rausgefunden, dass ich mir hier doch Sachen angucken kann. Nonkonform ist jetzt zum Beispiel, dem geht's gar nicht mehr so gut anscheinend, oder? Live 71 von 150. Ja, okay, genau. Da könnten wir vielleicht schon mal eine Tonic benutzen. Ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir mal weg hier. Das Spiel ist Survival Horror. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Tonics. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Moment mal, ist das Log vielleicht einfach eine bessere Brücke? Nö. Dann stellen, dann parken wir mal hier und ich hole mal die anderen beiden. Hä? Da kenne ich mich gar nicht mehr aus. Wer ist denn jetzt wer? Oh nein! Wir können den doch nicht zurücklassen. Geh wieder rein. Aber das hat bestimmt so einen Counter und zählt die Schritte im Hintergrund mit. Und je mehr ich gehe, desto wahrscheinlicher wird das Monster erscheinen. Ich sollte echt mir hier die Schritte sparen. Okay. Aha, Kampf. Ob das mal wirklich jemand gruselig fand? Ach, bestimmt. Bestimmt, das glaube ich schon. Es ist schon nervenaufreibend. Okay, jetzt sind alle im Kampf. Desert Dragon ist poisoned, aber das ist nicht schlimm. Solange wir keine Zombies treffen, ist alles gut. Cool.
Level Ups. Sehr gut, immer her damit. Halt, stopp. Snake. Nee, wer ist denn jetzt? Ich muss mir echt merken, wer ist. Non-conform ist Healer. Okay, gut. Merke ich mir. Non-conform ist Healer. Oh Gott. Okay. Wir nehmen das Wood. Ah ja, genau, die Waffe. Mit der habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und dann noch die Tunik einpacken. Und dann erstmal speichern. Yes. Yes. Und vorsichtshalber, wartet mal kurz, speichere ich auch gleich hier nochmal. Huiuiui. Hi, Lazy Retro Gamer. Wie geht's? Kann ich schon wieder weiterspielen? Ja. So, hier unter dem Tisch hieß es doch, ne? Soll irgendwas sein, oder? Mit dem kleinen Biest. Aha! Jetzt haben wir nur keinen Inventarplatz mehr frei. Nein. Non-conform steht dahinter auf jeden Fall. So. Ah, wenn jetzt ein Zombie kommt, rufe ich aber niemanden, dann laufen wir einfach ganz schnell weg. Ah, es ist ein Totenkopf. Dann rufe ich Hilfe. Okay, und jetzt alle einfach draufhauen. Benutzt Tonics am besten im Kampf, wenn alle fünf dabei sind. Ah, und dann ist das für alle. Oh, hey, das sind die Pro-Tipps. Danke. Das sind wirklich. Wäre ich nie drauf gekommen. Das ist super. Das mache ich jetzt mal. Tonic. Und Pray ist auch wieder ab. Jetzt sind alle geheilt und alle können wieder beten. Ey, der nächste Zombie, der kann sich warm anziehen. Der wird so weggebetet, ey. Cool, Level-Ups ohne Ende. Okay, das ist nice. Ich speichere gleich nochmal. Das ist gut jetzt. War ein guter Kampf. So. Und jetzt haben wir den Mallet, den Hammer. Sehr nice. Desert Railgun. Kannst du mal hier gucken, ob du die Türen öffnen kannst? Oh. Go away! This is Nigel. Verschwinde! Das hier ist nicht dein Platz! Wow! Okay. Versuchen wir es mal bei der Tür. Hat uns da gerade nichts passiert? Hat uns da gerade irgendein geisterhaftes Wesen durch die Tür rausgekickt? Nutzen wir mal Waxy. Ja, keine Chance. Da kommen wir später wieder. Ja, aber wirklich, ne? Ganz schön wuchtiger Rauswurf, ey. Aber gut, wir haben jetzt einen Hammer. Und hier unten war irgendwo ein Raum. Totenkopf. Mit ganz viel Steinen. Und da können wir uns jetzt, glaube ich, durchhauen. Warum kann man nicht gleich 5er-Teams machen? Verstehe ich irgendwie nicht ganz die Designentscheidung, aber okay. Jetzt gibt's aufs Maul. Yeah. Wäre gar nicht mehr notwendig gewesen, aber gut. Ich hoffe, wir finden den Steinraum wieder. War der hier? Da war der Steinraum, perfekt. Items.
Oh, hat das andere Team jetzt den Hammer. Nee, wer ist im anderen Team? Nightsquid, glaube ich. Genau. Oh, steht was. Die schaffen wir so, oder? Die Fledermäuse sind nicht so gefährlich. Da haben wir uns durchschnitten. Die beißen, aber die haben keinen Effekt. Ein Schaden. Okay. Bringen auch nicht viel Erfahrungspunkte, aber gut. So, keine Sorge, Team. Der Hammer ist da. Yes. Items. Wallet. Use. Items. Wallet. Use. Bam. So, was haben wir denn hier? Ein Kabel. Und das ist eine Kamera, ne? Aber wir haben doch eigentlich eine Kamera. Ich weiß gar nicht, für was ich noch eine Kamera bräuchte. Eine Kamera. Oh. Und Pillen. Okay. Ich muss jetzt einfach den Running Gag bringen. Bist du schon 3 Zombies auf einmal begegnet? Bis jetzt zum Glück. 1 hat gereicht schon. Genau, die Kamera ist für den Fall, dass der Kameramann stirbt. Alles klar. Gut. Habe ich mir schon gedacht. Tonic Mollet, Tonic Lock. Will ich mal alles behalten? Gucken wir mal, ob wir irgendwas haben, das wir ablegen könnten. Ah, guck mal, wir haben hier sogar noch einen Platz. Cool. Dann nehmen wir auf jeden Fall das Kabel mal mit. Und die Pillen auch. Dafür lasse ich jetzt mal ein Wut hier. Und jetzt hämmern wir uns nochmal schnell zu der Tonic durch, würde ich sagen. Die Pillen brauchst du nicht? Okay, und warum gibt's die dann? Was machen die? Hey, ich muss sagen, ich finde das Spiel tatsächlich echt ganz cool, ne? Also, ich habe mir nicht gedacht, dass ich das ernsthaft so cool finde. Ich habe mir gedacht, das wird so videospielhistorisch super interessant und bestimmt auch nostalgisch und so. Aber das ist richtig cool. Nee, ich will nicht Waxy usen. Ich will Waxy moven. Das ist der Ersatz für das Medkit. Ah, ich verstehe. Also wenn die Heilerin stirbt, nehmen wir die Pillen mit. Dann nehmen wir doch lieber das Holz wieder mit, statt die Pillen. Achso, die Pillen hat jetzt wieder das andere Team. Ah, oh, das mit den Teams ist aber verwirrend. Für mich zumindest. Okay, hier haben wir quasi Ersatz-Items, falls mal irgendwer stirbt. Das ist gut zu wissen. Aber Wahnsinn, wie sich solche Spiele, die nur so 1-2 Megabyte groß sind, so lang gehen. Ja, ich habe mal auf How Long To Beat geguckt, weil ich dachte mir sogar, hey, vielleicht könnte man das ja sogar in einem Stream durchspielen. Aber da haben wir wahrscheinlich keine Chance. Auf How Long To Beat steht irgendwas von 8 Stunden oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Guck mal nach. Kurz, danach verhauen wir die Würmer. How long to beat a... Achso, nee, Quatsch. Falsches Spiel. Sweet Home. How long to beat Sweet Home? 8,5 Stunden. Und erfahrungsgemäß sind die How long to beat Zeiten eher knackig, also eher kurz. Wenn man sich ein bisschen Zeit lässt für ein Spiel und sich wirklich umguckt und so und zum ersten Mal vor allem spielt, dann braucht man in der Regel, also mir geht's so, brauche ich in der Regel immer länger als das, was bei How Long To Beat angegeben ist. Also 10 Stunden dürfte man mit dem Spiel tatsächlich schon beschäftigt sein. Schon crazy, ne?
Ups. Moment. Hä? Verstehe ich nicht. Okay, weiter geht's. Hauen wir die Würmer. Holen wir noch das zweite Team dazu, dann hauen wir die Würmer so richtig. Das ist wirklich cool, dass man die nachholen kann. Boah, das war überhaupt nicht nötig. Wir haben reingehauen, wie sonst noch was. Desert Railgun hat die pulverisiert. Eine Nachricht. Wenn jemand gefangen ist, bete. Ah, okay. Beten hilft anscheinend auch, wenn man eingefroren ist. Oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder? What? Nothing? Da ist offensichtlich was. Runenwaffen verhindern Angst und Fluch. Okay, interessant. Steine blockieren den Weg. Da brauchen wir jetzt das andere Team. Hallo, Mr. Dre. Ach Quatsch, falsche Tür. Raus da! Nix wie raus da! Ah, Kampf. Würmer. Die schaffen die alleine, oder? Ihr schafft die Würmer alleine. Jemand wurde vergiftet, aber ist nicht schlimm. Und die Würmer sind besiegt. Und wir benutzen unser Medkit. Und schon ist wieder alles gut. Man erkennt schon Parallelen zu Resident Evil, ne? Also ich meine, auch abgesehen die Türsequenzen, obviously. Aber dann natürlich auch die Tatsache, dass es so diese Rollen gibt, ne? Rebecca mit Medkit so ungefähr ist hier unser Nonkonform. Und Lance Grid, unser Chris mit dem Feuerzeug und die Person mit dem Schlüssel, die Türen öffnen kann. Nur eben in verschiedene Playthroughs aufgeteilt in Resident Evil so ein bisschen. Okay. Ein Brett können wir nicht mehr mitnehmen. Oh, ist das der Generator? Fire Axe. Anscheinend wahrscheinlich ein Schutz gegen Feuer oder irgendwie sowas. Kampf. Hey, Radio Raccoon, wie geht's? So. Ich ruf mal um Hilfe, vorsichtshalber. Einfach damit alle da sind. Oh Gott, durchs Dunkel, das war eine super Idee von mir. Ach, es hat gut geklappt. Fire X ist, falls der Feuerzeugträger stirbt. Alles klar, ich verstehe. Das heißt, das brauche ich zum Glück alles gar nicht, ne? Moment mal, und was ist dann das Feuerzeug, das hier liegt? Ist das nicht, sind die Matches nicht eher, wenn der Feuerzeugkerl stirbt? Hätte ich schon gedacht. Und ein Besen. Wahrscheinlich brauchen wir den Besen, um Erdhaufen wegzumachen, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt hat niemand mehr Platz im Inventar. Das begrenzte Inventar ist auch eine Sache, die noch aus Sweet Home stammt in Resident Evil. Ich bin kein Fan. Habe ich verwechselt, ja genau. Fire Axe ist Fire Extinguisher. Ah, das könnte schon wichtig sein. Die Frage ist, heißt das, wenn eine von meinen Figuren brennt oder wenn es in der Map brennt, ne? Das ist die Frage. Cool. Ein langer Tag heute. Gleich ab auf die Couch und Separate Ways zocken. Ja, viel Spaß. Ich streame jetzt auch hier noch 1,5 Stunden und dann ist bei mir auch Chillen angesagt.
kommst erst im November zum Separate Way spielen. Ah ja, da hast du was Cooles noch vor dir. Der ist wirklich sehr, sehr gut geworden, der DLC. Den werden wir, wenn bis dahin nicht schon Resident Evil 9 oder so erschienen ist, wird das quasi das Letzte sein, die Krönung von unserer langen Reise durch alle, absolut alle Resident Evil Spiele. Was machen wir denn jetzt? Tonic, Wire, Wood. Ich werf ein Wood. Ich tausche ein Wood aus. Ich nehme lieber den Besen mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Besen könnte wichtiger sein. Mann, hier ist es immer noch dunkel. Das gibt's ja nicht. Jetzt haben die den Eingang zugeparkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hier sind so böse Felder, da will ich auch nicht drauf gehen. Eine Teufelsstatue. Nichts. Na gut. Oh oh, Kampf. Genau, ich zock die Spiele chronologisch nach Erscheinungsdatum. Wir haben jetzt quasi nur als Bonus im Grunde heute Sweet Home mal im Stream. Aber immer dienstags spielen wir die Hauptreihe. Und mit dem Original-Ersten haben wir angefangen. Die Remakes kommen auch noch, aber eben chronologisch nach Release-Datum. Hey, Just Smithy! Vielen Dank! Super cool! Dankeschön! Okay, hauen wir mal den Wisp weg. Ach, das schaffen die alleine, da rufe ich gar nicht um Hilfe. Wisps sind Lappen. Okay. Eine Notiz. Flashlights Shadow. Okay. Nutzen wir den Schlüssel, aber nichts passiert. Nutzen wir den Schlüssel. Oh! Dann mal rein mit uns. Aber warum ist hier alles so dunkel? Und was ist das da? Fledermäuse. Okay, das ist mir egal. Aber wir haben hier ein Fresko. Schnell gucken wir es uns an. Bevor die Fledermäuse kommen. Was ist denn eigentlich beten nicht benötigt? Machen wir mal ein Foto davon. Buchstaben erscheinen. 2, 3. Ich mache mir wieder Notiz vorsichtshalber. 2, 3. Unser 10. Jahrestag. Und unser erstes Kind ist geboren. Okay, warte mal. 10. Jahrestag. Hallo. Merlin ist heimgekommen. Erstes Kind. Notieren wir uns mal, vorsichtshalber. Und kämpfen, hauen eine Fledermaus. Steini, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Super nett von dir. Ihr habt hiermit somit einen Hype Train gestartet. Merlin öffnet Kartons im Hintergrund, falls ihr euch wundert. Das heißt, wenn in den nächsten 4 Minuten noch... So, was erkläre ich lang? Bam! Na, Rossmannenschelle ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. A0SS ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Just Smithy, vielen, vielen Dank fürs Abo verschenken. Freut mich sehr. Und Slindrax, vielen Dank auch dir für die Bits. Super nett von dir. Ich freue mich immer, wenn Spendenglas überschwappt. Und der Hype Train ist somit jetzt quasi schon auf Level 2 und wir sind kurz davor, den alten Rekord zu brechen. Oh, coolio. Danke euch, Leute. Ist echt super nett von euch. Okay, hauen wir Fledermäuse. Fledermäuse sind mir zum Glück erfahrungsgemäß nicht sehr gefährlich.
Tschüss, Smitty, danke schön nochmal. Faith the Unholy Trinity? Nee, habe ich nicht. Lass mich das mal ganz kurz googeln. Weil das kommt mir gerade nicht mal bekannt vor. Ah, ich kenne es, aber nee, das habe ich noch nie gespielt. Tatsächlich. Das ist dieses sehr minimalistische Pixel-Art-Ding, genau, mit aber ziemlich coolen Monstern. Ja, habe ich viel drüber gehört. Mr. Unterstrich 3 ist jetzt ein Birdrider. Mögen die Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Mr. Unterstrich 3. Mr. Dre, dankeschön. Super duper nett von dir. Geilo, ihr seid echt crazy. Voll cool. Der Hype Train ist jetzt fast auf Level 3. Das ist ein neues Horror-Game, aber im Stil eines 80er-Spiels. Die Cutscenes sind trotzdem heftig, trotz Simplizität. Ja, genau. Können wir uns vielleicht gerne mal anschauen. Ich habe mir eh gedacht, weißt du, ich habe zwar jetzt viele Bonusspiele auch vorbereitet für die... Nee, im Disney-Look ist das nicht. Das ist eher so... Asti-Grafik-Look, würde ich sagen. Ich habe viele Bonusspiele vorbereitet, die wir neben Resident Evil auch noch spielen werden, aber wenn wir mit der Resident Evil-Reihe durch sind, können wir gerne auch andere Horrorspiele uns mal angucken, die da auch so ein bisschen in die Kerbe schlagen. Hätte ich eh Bock drauf. Aber wir sind jetzt wahrscheinlich ein Jahr lang mit absolut allen Resident Evil-Spielen beschäftigt. Das schlimmste Pixelspiel, welches ich schon damals gespielt habe, ist Commander Keen. Warum das schlimmste? Oh, guck mal, was ist denn das da? Nichts. Okay. Und das da? Ein Schiff. Jetzt müssen wir leider noch mal kurz eine Fledermaus verkloppen. Die sind wirklich, weißt du, da kommt so ein Zombie und bringt mein komplettes Team um und dann gibt es im gleichen Raum irgendwie Fledermäuse, die halt einfach mal überhaupt nichts machen können. Ich versuche mal, dass wir unser Waffenrepertoire so divers wie möglich halten. Und da zwei Eichenspeere haben, tauschen wir jetzt mal gegen das Schiff. Gucken wir mal. Oh Gott, ey, ich hoffe, man kann hier irgendwann mal Licht anmachen. Ich finde das todesverwirrend und schlecht orientierbar mit diesem winzigen Ausschnitt hier. Eine Notiz. Takahashi, gehe nördlich. Head north for the east. Also halt dich nördlich für den Osten. Was? Ach so, für den östlichen Garten. Na gut, kam noch ein Wort. Oh oh, Zufallskampf. Ich wusste gar nicht, dass Sweet Home ein JRPG ist. Ja, ja, doch, genau. Im Grunde schon. Ein Horror-JRPG. So, eigentlich brauche ich die gar nicht, aber ich rufe die jetzt mal. Einfach, damit die mal nachkommen. Oh Gott, wobei, das war vielleicht eine blöde Idee. Die haben kein Licht dabei, ne? Und der Leiter zählt nicht, glaube ich. Nee. Und? War es die richtige Tür? Nee, zu spät. Okay, egal. Egal. Ah, da reicht ein Brett nicht, oder? Fledermäuse, ey. Hey! Sehr nice. Oh, wow! Grüße aus dem Oberallgäu und einen schönen Abend. Vielen Dank, Kaspar, für die 1000 Bits. Super nett von dir. Und der Hype Train ist auch gerade eingefahren. Und wir haben neue Emotes bekommen.
Du hast alle Level 1 Emotes gesammelt. Yes. Was kriege ich jetzt? Das war der letzte, der gefehlt hat. Nice. Hi Armin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Hype Train verlässt gerade Gleis 2. Vielen Dank für Ihre Mitfahrt und noch einen schönen Aufenthalt hier am Landgrid Hauptbahnhof. Okay, Leute. Hauen wir Fledermäuse. Danke nochmal, Kaspar. Super nett von dir. Okay, nonkonform ist poisoned. Wartet mal. Passt eh. Gut. Hä? Wie sind die da rübergekommen? Da will ich auch hin. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wo ist die Tür? Ah, da ist die Tür. Oh nein! Ein Stuhl fliegt auf mich zu. Ich springe nach links. Oh oh. Crash. 3 Schaden bekommen. Blöder Stuhl. Und dann gleich noch ein Zufallskampf. Nicht sehr nett. Hey, Just Matthew, dankeschön. Hast du Resi 4 auf dem Steam Deck gespielt? Das Remake hat bei mir so wirklich Effekte in Form von schwarzen Quadraten mit Linien als Schatten, aber nur beim Resi 4 Remake. Nee, ich hab's tatsächlich nur auf der PS5 gespielt. Ich hab's am PC gar nicht gespielt. Deswegen keine Ahnung. So, wo waren wir? Wir wollten Würmer verkloppen. Ein Resident Evil RPG wäre auch mal interessant. Super, super cool, fände ich auch. Wenn ich mir vorstelle, dass die wirklich... A chasm is only we had a bridge. Wenn die wirklich das da... Also, ich könnte mir tatsächlich ein Sweet Home Remake vorstellen, im Grunde. Shit, shit, shit. Jetzt haben wir uns in eine blöde Situation navigiert. Saublöd. Nee, Quatsch. Team, das war der richtige Knopf, um Leute zu retten. Ah. Und schon wieder ein Stuhl. Diesmal ducke ich mich. Glück gehabt. Jetzt haben wir uns da echt in eine blöde Situation navigiert. Wir bräuchten jetzt echt mal Team 2, aber Team 2 hat blöderweise keine Kerze dabei. Wer hat denn hier von den beiden eine Kerze? Okay, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Wir lösen das Team hier auf. Und jetzt gehen wir mit Death Demon mal alleine zurück. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Oh Gott, ich bereue es jetzt schon. Sweet Home Alone in the Dark und Resi-Universum und alles wäre eine interessante Mischung. Ich weiß gar nicht, wie die Alone in the Dark Lore eigentlich ist. Keine Ahnung, was da eigentlich los ist. Ich meine, hier haben wir anscheinend einfach nur eine verwunschene Villa. Eine Geistervilla. Mehr ist ja hier wahrscheinlich gar nicht. Okay, ich komme nicht mehr raus. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier reingekommen bin. Und jetzt kommt ein Zombie. Nein, ausgerechnet jetzt kommt ein Zombie. Vor denen habe ich wirklich ein bisschen Angst. Wir konnten nicht weglaufen und kriegen ordentlich was ab. Jetzt kommen wir weglaufen. Okay, warte. Komm doch mit mir. Aber hier ist der Abgrund doch zu groß, oder? Wenn ich hier einen Woodhit hinlege? Nee, es klappt. Ach so, okay. Dann ist alles halb so schlimm.
Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, Chris Radio, die Coolies fallen ein. Hallo zusammen. Du müsstest ganz oben aber ein Brett hinlegen können. Ah ja, genau, habe ich hier gerade gemacht. Ich weiß, was du meinst. Okay. Genau. Habt ihr das schon mal gespielt? Also privat oder bei Radio Raccoon, wie auch immer? Weil für mich ist das allererste Mal. Ich habe das bisher nur gesehen halt. Okay. Vergiftet ist nicht schlimm. Würmer und Fledermäuse sind wahrscheinlich die unschlimmsten Feinde. Vorausgesetzt, man hat noch eine lebendige Krankenschwester, ne? Oh, und die ist jetzt auf... Ach Gott. Nee, das Spiel ist manchmal schon ganz schön gemein. Ach Gott. Oh nein! Wisst ihr was? Ich versuch's jetzt. Ich rufe jetzt die anderen, auch wenn die vergiftet sind. Und jetzt biete ich das Zombie in Grund und Boden. So. Du wirst jetzt so weggebetet. Wow. Das war ein verdientes Level-Up. Mein Gott, hat Landsquid den weggebetet. Der hat überhaupt keine Chance. Ich muss mal speichern. Gerade ist alles sehr chaotisch und wir stehen im Dunkeln und ich weiß gar nicht, was wir so recht machen sollen. Gerade geht alles drunter und drüber hier. Oh. Kann ich das Seil hier eigentlich auch benutzen? Ah, nö. Hä? Was? Hä? Was war denn das? Ach Quatsch, ich rede übrigens Blödsinn. Die Heilung ist eh hier. So, na also, dann ist gleich alles ein bisschen chilliger. Ich habe kein Brett mehr. Das ist nicht so chillig. Auf das Alone in the Dark Reboot habe ich Lust. Müsste ja bald erscheinen. Bin ich sehr gespannt, aber kann man aktuell noch nicht wirklich viel dazu sagen. Das Brett oben kannst du mitnehmen. Oh! Nice! Das ist ein guter Tipp. Da hätte ich nie dran gedacht, dass das geht. Moment mal, heißt das geht, dass ich... Oh Gott, heißt das geht, dass immer nur zwei drüber gehen? Dann nehme ich das Brett, leg's wieder hin und dann können wieder zwei drüber gehen. Weil das wäre sehr hilfreich. Wow, Beten ist so krass. Die Macht des Betens. Es ist crazy. Took Wood. Hey, wenn das klappt, dass man die wirklich einfach so recyceln kann, die Bretter, dann sind wir gerettet. Gebrettet. Okay, jetzt pass mal auf. Jetzt muss ich gut drüber nachdenken, was ich jetzt... Jetzt muss ich meine nächsten Schritte sehr gut planen. Wer ist unsere Schlüsselperson? Nonkonform? Nein. Desert? Ja. Desert? Kannst du... Nee, warte, geh einen Schritt. Okay, genau. Und jetzt kommt Landsquid. Landsquid verlässt das Team. Nee, warte mal, Landsquid hat keine Kerze. Wer hat eine Kerze? Death Demon hat eine Kerze, oder? Death Demon hat eine Kerze. Death Demon verlässt jetzt das Team. Kleine Warnung, wenn du mit Gott redest, ist das ein Gebet. Alles okay. Aber wenn er antwortet, ist das eine Psychose und du brauchst Hilfe. Ich meine, weißt, im Endeffekt hängt es immer vom persönlichen Leidensdruck und von dem Leidensdruck der Menschen in deiner Umgebung ab. Solange
du damit glücklich bist und du keinem damit irgendwas tust, kannst du auch Antworten kriegen. Es ist alles gut. Aber wenn du drunter leidest, dann such dir bitte wirklich Hilfe. Ja, auf jeden Fall. Geht nur 3 bis 4 Mal. Ach, dammit, dann ist mein ganzer schöner Plan jetzt quasi ruiniert. Aber gut, dass ich es noch gelesen habe. Okay, aber ich habe einen Plan, trotzdem. Wir brauchen Desert Railgun, jetzt hängt alles von dir ab. Oh nein, Desert Railgun hat ein volles Inventar. Was machen wir da denn jetzt? Oh. Okay. Wer hat kein volles Inventar? Wer hat einen Inventarplatz? Irgendwer hat doch gerade das Brett hingelegt. Wer war denn das? Wie kann ich denn eigentlich auch... das wäre wirklich mal interessant. Wie kann ich denn eigentlich Sachen tauschen im Team? Also ohne Witz Tonic ablegen. Bei Desert jetzt... Move can't exchange. Ich weiß nicht, wie man Sachen ablegt. Das ist das Problem. Und benutzen will ich's nicht. Und wenn ich jetzt das tausche, habe ich Angst, dass ich es in den Abgrund werfe. Can't exchange. Nee, es geht nicht. Okay. Also, zurück zu meinem anderen Plan. Death Demon. Nee, keine Ahnung, wie man Sachen ablegt. Snake. Genau, Snake. Oh, Snake kämpft. Dammit. Snake, ruf bitte erstmal um Hilfe. Okay, und jetzt einfach draufhauen. Da verschwenden wir kein Gebet dafür. Ablegen geht tatsächlich nicht nur tauschen. Oh, Slindrex. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ist das Karlach? Sind das Karlach-Emotes? Sieht aus wie Karlach. Karlach ist cool. Was hältst du von den Resident Evil 9 Leaks? Ich brauche mehr Informationen. Es gibt so viele. Es gibt so viele. Sag mal, welche du genau meinst. Dann können wir da mal die durchgehen. Aber wahrscheinlich ist meine Antwort nicht viel. Es ist eigentlich egal, um welche es geht. Meine Antwort ist höchstwahrscheinlich, ich halte nicht viel davon. Ich glaube, die sind Quatsch. Oh nein, kann ich mich jetzt nicht in die Richtung drehen und das Brett nehmen? Ah, das ist doch... So geht's, okay. Oh, das macht's einem aber echt schwer hier. Jetzt habe ich das Holz genommen. Jetzt lege ich das Holz hier hin. Jetzt nehme ich die Taschenlampe. Oh, und ein Felsen rollt auf mich zu. Okay, wir leben noch zumindest. Es war nicht so schlimm. Ich dachte, mit der Taschenlampe könnte ich jetzt Licht machen, aber nix da. Also, die Leaks von Resident Evil 9. Claire wird geopfert. Ja, nee, halte ich für totalen Quatsch. Das habe ich auch schon gehört. Das ist eigentlich, guck mal, im Grunde, wie soll ich das sagen, ohne dass es zu kritisch klingt. Wenn man sich mal so die Resident Evil Spiele anguckt und deren Storylines und so weiter und so fort, dann ist Capcom und den Leuten dahinter nicht unbedingt daran gelegen, mit Resident Evil eine The Last of Us-artige Story zu erzählen und so weiter, ne? Denen geht's um Fanservice, um Wiedererkennbarkeit, um Nostalgie und so weiter. Und die werden keinen beliebten alten Charakter sterben lassen in irgendeinem Teil. Das glaube ich nicht, weil die
die werden die ausschlachten bis zum Letzten. Da wird niemand sterben. Und wenn doch, ich meine, bei Wesker haben sie es im Fünften auch gemacht, ne? Dann kommen die wieder. So wie Wesker jetzt in den Remakes wiederkommt. Dann kommen die wieder. Also selbst wenn tatsächlich Pläne bestehen sollten, dass irgendjemand stirbt im neunten Teil, dann wird das nicht permanent sein. Und selbst wenn, gibt's Remakes und so weiter. Also ich glaub's nicht. Ich halte es für Quatsch. Das passt nicht zu Capcom und das passt nicht zu Resident Evil. Wenn die eine ernstere Geschichte mit echten Konsequenzen und so erzählen wollen würden, ne, wenn das der neue Fokus ist, wenn die da irgendwie so das Ganze umbauen wollen, ja gut, dann weiß man es natürlich nie. Dann fände ich es ja vielleicht sogar cool, aber aktuell sieht es für mich absolut... Die haben gerade erst eingeführt, dass Jill nicht altert, damit die auch im Jahr 2048 noch eine junge Jill haben quasi, ne? Also, ich glaube nicht, dass die da irgendwelche Figuren raushauen. Anektas, vielen Dank fürs Followen. Fürs Subscriben. Schon seit 11 Monaten. Wow, dankeschön. Resi im Altersheim wäre doch mal was. Ja, ein bisschen, ich hab mal, so alt sind nämlich die Resident Evil Figuren noch gar nicht. Die sind ungefähr so alt wie ich. Also die sind jetzt so Ende 30, manche vielleicht so Anfang 40. Aber mit Anfang 40 kann man noch ein cooler Actionheld sein. Also aktuell haben wir nur noch gar kein Problem. In 20 Jahren gucken wir mal, wenn sie 60 werden. Aber weißt du, bis dahin gucken wir mal. Jill ist 48 schon. Wann ist schon Jill geboren? Ist die wirklich schon so früh geboren? Muss ich jetzt selber mal nachschauen. Aber ich meine, Jill altert ja jetzt ja nicht mehr. Bei der ist es ja jetzt wurscht. Ich dachte, die ist auch irgendwann in den 80ern geboren. Nee, die ist tatsächlich 75 geboren. Stimmt, die ist 10 Jahre älter als ich. Ah, okay, gut. Gut. Aber mit Ende 40 kann man auch noch Actionheld sein. Actionheldin. Das geht schon noch. Genau, Death Island spielt 2015, ja. Naja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was wir hier machen. Wir müssen jetzt irgendwie ein Brett finden, weil ich glaube, sonst können wir die anderen beiden nicht mehr retten, befürchte ich. Ich versuch's mal noch. Aber ich befürchte, die sind jetzt da drüben gestrandet irgendwie. Okay, Achtung, Item. Oh nein! Und ich kann das nicht... Nee, wir müssen jetzt ein Brett suchen. Das hat alles keinen Sinn mehr. Hilfe! War da oben ein Brett? Nee, da war kein Brett. Ja, aber ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wie wir in den Raum gekommen sind. Ich werde jetzt hier ewig lang rumlaufen und gegen tausend Totenköpfe kämpfen, die da am Boden rumliegen. Hier war doch irgendwo eine Tür, oder? Ich dachte, wir sind von unten in den Raum gegangen, aber hier... Ah, doch, da ist sie. Man hat sie nur nicht gesehen. Dann lasst uns mal schnell ein bisschen zurückgehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo noch Bretter rumlagen. Oh oh, ich bete! Ah, cool. Wir haben uns in Sicherheit gebetet. Oh, schon, jetzt schon wieder ein Kronleuchter. Dann springen wir mal nach links. Was mir hier alles um die Ohren fliegt. Oh, come on. Ein Wisp. Wow, gewonehittet einfach mal so das Wisp. Okay, hier haben wir ein Brett. Und jetzt pass auf, jetzt kann ich auch irgendwas dagegen tauschen. Tunik. Gut, weiter geht's. Jetzt retten wir mal die anderen beiden. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Barry ist 63, ja gut.
Der kann damit offiziell in Rente. Na, jetzt geht's wahrscheinlich erst richtig los mit der Biowaffenbekämpfung. Nee, Quatsch, mit seiner Familie wird der nicht mehr viel Biowaffen bekämpfen. Oh, das war tödlich. Boah, Zombies sind so heftig. Die sind so übertrieben krass. Ja, im Endeffekt haben wir mit dem Rose DLC sogar schon einen Sprung in die Zukunft gemacht. Da waren wir sogar schon, wann waren wir da? 2040 oder was? Nicht ganz. Auf jeden Fall in den 30ern, glaube ich. Aber da haben wir halt nicht viel von der Resident Evil Welt gesehen. Okay, wir haben zumindest mal alle wieder zurückgeholt und haben jetzt die Taschenlampe. Für was wir die brauchen, wissen wir noch nicht. Irgendwo stand was. Irgendwo war eine Notiz von wegen, man soll mit irgendeinem Licht flackern oder so. War das die da vielleicht? Head north for the East Garden. Nee, das war was anderes. Tschüss, Propaganda-Panda, mach's gut. Wann spielt Resident Evil 8? So ziemlich, wann's erschienen ist. Das 7 und 8 spielten in der Echtzeit. Kein Problem. Boah, Leute, ich hänge gerade ein bisschen hier in dem Spiel. Es ist gerade ein bisschen frustrierend, weil ich wirklich nicht weiß, was wir jetzt tun sollen. Ich habe eine Taschenlampe gefunden. Ich weiß jetzt auch nicht, wo wir gerade hin können noch und so. Aber die Würmer hauen wir schon ganz schön kaputt. Wo die Tür ist, müssen wir... Warte mal kurz. Lesen wir nochmal, was hier steht. Auf dem Fresko. Hä? Ach so, muss ich nochmal fotografieren oder was? Das ist jetzt schon ein bisschen nervig, dass Team 2 keine eigene Taschenlampe hat, ne? Da hätte ich dran denken sollen. Okay, look. Fresco, item, camera, use camera. Nee, das war das mit dem 10. Jahrestag und dem jüngsten Kind, ne? Nee, das ist nicht der Hinweis, den ich gesucht habe hier. Schade. Jetzt versperren die wieder den Weg. Man hat es nicht leicht hier mit seinem Team. Dann zieh dir mal Resident Evil Gamer für den Gaiden rein. Ach so. Die Musik. Oh, ja. Ja, ich bin super gespannt. Also, ich habe ja Resident Evil Gaiden für den Podcast eh schon fast einmal komplett durchgespielt, aber eben nicht ganz. Kann ich es wirklich nochmal durchziehen, wenn wir da angekommen sind. Oh, Takashi, geh schnell. Der Generator ist im östlichen Garten. Ich
verstehe das nicht. Hätte ich vielleicht da, wo der Stein rübergerollt ist, doch weiter gemusst. Dass es hier so dunkel ist, nervt mich auch, ne? Ich will wieder wohin, wo es hell ist. Hey, ich gehe jetzt mal auf so eine glänzende Dämonenfläche, aber ich speichere vorher. Ich will wissen, was dann passiert. Können wir überhaupt draufgehen? Sterben wir? Wir können gar nicht draufgehen. Aber vielleicht können wir den Holzstamm benutzen und dann drüber balancieren. Vielleicht können wir den Besen benutzen, um es wegzukehren. Ja. Nee, dann habe ich auch keine Idee. Wäre nice, wenn die 2026 zum 30-Jährigen ein Re-Remake raushauen würden. Ja, irgendwie hat Capcom bis jetzt eher nicht so, ne, den Hang zu Jubiläen, habe ich das Gefühl. Die machen schon ein bisschen was zu Jubiläen, aber so ein Game-Release ist wahrscheinlich doch dann, weiß ich nicht, zu schwer zu planen oder die wollen das auch irgendwie nicht, ich weiß es nicht, aber ja, wäre schon cool. Aber ich glaube, wenn das kommt, dann kommt es irgendwann random. Genau, Flashlight Shadow. Ha. Huh. Flashlight Shadow. Wir haben jetzt eine Flashlight. Theoretisch. Aber ich weiß nicht, was die mit Shadow meinen. Ich habe jetzt aber noch ein Holzbrett gefunden. Jetzt gehe ich mal mit der Truppe hier, nee, da oben rüber. Und eventuell kommen wir nie wieder zurück. Aber dann ist es so. Oh nein! Wollt ihr mich verarschen? Jetzt ist der eine... Ach. Das Spiel ist schon gemein, ne? Jetzt ist der eine mit der Kerze drüben stehen geblieben. Das da gerade sind Shadows. Ja, aber ich hab das auf dem Boden. Ja, das stimmt. Jubiläen hat Capcom leider nicht drauf. Nee, genau. Hä, da muss ich nochmal gucken, was du meinst. Ich weiß gar nicht, was du meinst mit Shadows auf dem Boden. Nee, hier geht's nicht weiter. Und jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Aus... Ja gut, ich versuch's mal. Warte mal. Ich versuch mal, die Bretter hochzuheben. Und wieder hinzulegen. Hab ich mir gedacht. Warte mal, vielleicht funktioniert's. Dammit. Hä? Okay, geschafft. Gott sei Dank. So, was sind Shadows auf dem Boden? Die Löcher? Sind die Löcher Shadows? Oder was ist los? Nothing. Oder meinst du das vom Tisch da? Da, wo du gerade den Broom benutzt hast. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich gerade den Broom benutzt habe. Da muss ich doch mal kurz gucken. Hey, mittlerweile ist mein Team aber schon ganz schön krass geworden. Das sind aber keine Shadows, oder? Das sind Nothings.
Ja, Pokémon hatte tatsächlich einen sehr guten Gameboy-Soundtrack, das stimmt. Ich finde, den mit Abstand besten NES-Soundtrack hatte definitiv Mega Man. Mega Man hatte so einen coolen Soundtrack. Gerade Mega Man 3, finde ich. Ich schätze mal, ich kann nur Items tauschen, wenn wir alle im gleichen Team sind, ne? Weil ich würde gern dem Team mit der Kerze jetzt auch mal die Taschenlampe geben. Aber da muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal... Okay, Moment mal, ich habe einen Plan. Jetzt stelle ich erstmal alle hier in eine Reihe. So. Und jetzt lösen wir das Team auf. Und jetzt nimmst du die Schlüsselfrau ins Team. Flashlight hat Snake. Ah ja, genau. Dann nehmen wir die jetzt mal mit. Hi, Geislein. Es ist Apfelstrudel vom Mittag übrig gewesen. Hab ich ein Glück. Guten Appetit. Das ist sehr nice. Das da sind Shadows. Das leuchtet rot. Was? Ich weiß immer noch nicht, was du meinst. Das da, das sind doch keine Shadows, oder? Meinst du das da? Das sieht nicht aus wie Shadows. Nothing happened. Das leuchtet rot. Das da. Hä? Ich brauche mehr Informationen. Ich habe keine Ahnung, was du meinst mit das da. Nothing happened. Davor in dem Raum. Der große Teufel da. Oh, Level Ups. Nice. Da, wo du gerade bist. Ich glaube, der Chat ist ein bisschen versetzt, deswegen... Deswegen ist das schwierig. Ich mache jetzt mal nix. Ich bleibe jetzt hier in diesem Raum. Und jetzt sag mir bitte, Mithook, soll ich hochgehen oder soll ich nach links gehen? So lange warte ich jetzt hier. Der Chat ist beim Stream immer etwas versetzt, genau. Der Raum war richtig. Nee, sag mir jetzt hoch oder rechts. Links meine ich, ja, jetzt nach links. Okay, genau. In dem Raum. Und hier sind Shadows. Oh, das sind keine Shadows. Ah, die Dinger. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Aha, okay, alles klar. Dankeschön. Dankeschön, da stand ich jetzt wirklich gerade auf dem Schlauch. Absolut. Dann hauen wir den Totenkopf. Hey, mittlerweile machen die echt Schaden, ne? Am Anfang war immer so ein Schaden, zwei Schaden und das war so, na, weiß ich jetzt nicht. Nein, nicht schon wieder irgend so ein Dämon. Nach links springen. Puh, geschafft. Glück gehabt nochmal. Waren wir hier nicht schon mal, nur dass es dann hell war? Oder wahrscheinlich sieht es noch ähnlich aus. Ihr werdet alle sterben. Oder besser gesagt, nee, falscher Knopf. Ihr werdet alle sterben. Naja, Puppe. Schauen wir mal. Oh nein, ein Zombie-Torso, ey. Oh, ich hab Angst. Ein paar können noch gut beten. Dann hauen wir jetzt mal ein ordentliches Gebet raus. Wow, ich glaube mittlerweile sind Zombies auch kein Problem mehr. Selbst mit der Waffe habe ich dem ganz schön viel Schaden gemacht. Es gibt auch irgendeine Ritterrüstung, vor der man beten könnte. Aha, okay.
Mann, ey, aber die greifen mich alle an. Also. Okay, versuchen wir mal den Zombie einfach so zu bekämpfen. Mittlerweile machen meine Waffen teilweise gut Schaden. Nice, und der kommt nicht mal zum Gegenangriff. Also vom Monster müssen wir uns jetzt irgendwie nicht mehr fürchten. Das ist schon mal gut. Das entspannt die Situation schon mal ein bisschen. Jetzt müssen wir uns nur noch davor fürchten, dass wir den richtigen Weg nicht finden. Aber wir saugen mal die Scherben weg und versuchen mal die Tür zu öffnen. Nice! Türsequenz. Neues Abenteuer erwartet uns. Ah, schaue, die Garten. Wir haben es geschafft. Wir sind im Garten angekommen. Gehe ich trotzdem mal da rein. Was ist denn hier los? Oh, Lavaraum. Oh Gott, schnell raus hier. Oh, das ist ja voll gemein. Wie viel Schaden haben wir jetzt bekommen? Ich hoffe nicht viel. Ich glaube nicht so schlimm. Okay, wir haben kein Fire X mitgenommen. Dafür bräuchten wir es wahrscheinlich. Okay. Oh. Oh! Ein Grab greift an. Ein sehr erbrechendes Zombie-Dingens kommt da aus dem Boden. Neuer Gegner! Das finde ich gut. Hauen wir mal drauf. Wir machen ganz gut Schaden. Er hat auf uns gespuckt, aber effektlos. Okay. Das Grab wurde besiegt. Und für kurze Zeit war es plötzlich ganz hell und wunderschön. Ah, guck mal, hier haben wir ein Fire Extinguisher-Löscher. Sehr cool. Ich lass mal das Tonic hier, aber ich habe. Warte, ist schon langsam, könnte ich, glaube ich, einen Tonic aber auch wieder im Kampf benutzen, ne? Nein! Ich wollte es nicht benutzen. Bin dumm. Aber ist auch nicht schlimm. Jetzt lösche ich mal das Feuer hier. Also, ich vermute es. Ja. Und wenn ich jetzt auf die Falle gehe, kommst du dann wieder? Nee, gut. Weil hier haben wir das nächste Fresko. Tada! Nice. Ah. It's covered in dust. Aber ich habe doch den Broom mitgenommen. Der Broom ist im Grunde nur, wenn der Staubsaugermann stirbt, stimmt's? Hallo, Merlin. Der Broom ist wahrscheinlich nur, wenn der Staubsaugermann stirbt. Okay. Dann benutze ich jetzt meine Kamera, mache ein Foto davon. Buchstaben erscheinen. Ich mache mir wieder Notizen. 2.11. Where there's lightning. Hä? Das war der Tipp. Was? Habe ich den falschen Knopf gedrückt? Where there's lightning. Okay. Wo Blitze sind. Da bin ich mal gespannt. Die Musik macht mich ein bisschen fertig. Im Sinne von, weil sie so unheimlich und mysteriös ist. Oder weil sie so nervig ist und schlecht. Totenschädel, draufhauen! Ich finde die Musik eigentlich voll in Ordnung, aber jetzt nach so 2,5 Stunden ist es ein bisschen monoton auf Dauer, das stimmt. Blutbuchstaben. Du kannst nicht eintreten, ohne zu beten. Ha, beten? Ein Skelett. Dann beten wir mal. Death Demon used 25 Gebetspunkte.
Der Demon nimmt den Speer. Aha, okay. Can't exchange. Ist das ein Item? Ah, Armor. Ein Armor-Speer. Aber ist das jetzt keine Waffe oder was? Nee, anscheinend nicht. Dann bringen wir den Speer, schätze ich, irgendwo anders hin. Ich speichere mal schnell, vorsichtshalber. Ah, da kommen noch andere Melodien tatsächlich. Ach, guck. Hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte, das geht jetzt immer so weiter. Ah, guck mal, da ist noch eine Ritterrüstung. Item? Armors. Ja. Wir haben den Speer gegeben. Ein Knight. Soll ich nochmal beten? Oh, der Blitz ist in den Speer eingeschlagen. Fenster ist zerborsten. Rocks block the way. Ah, und jetzt ist der Moment gekommen, vor dem ich Angst gehabt habe, Leute. Wir brauchen ein Item, das das andere Team hat. Aber ich kann versuchen, die durch die Dunkelheit zu navigieren. Das schaffe ich unmöglich, aber ich versuch's mal. Rufen wir die anderen mal. Okay, so weit, so gut. Okay, das war's schon. Aber ich schaue mich jetzt mal noch ein bisschen um und versuche die noch mal ein bisschen durch die Dunkelheit zu navigieren. Vielleicht haben wir Glück. Was haben wir hier? Ah ja, so ein altes Dingy, das habe ich eh auch. Na, gehen wir doch mal da rein. Achso, erst kämpfen wir noch mal. Rufen wir die anderen nochmal. Ah, ich befürchte, hier kommen wir nicht weiter im Dunkeln. Da ist die Puppe. Nee, ich kann mich auch an den Weg nicht mehr erinnern. Da muss ich vielleicht kurz zurückgehen und die holen. Dann schaffen wir es. Das ist eine gute Idee. Das mache ich jetzt. Ich kann mich nämlich nicht mehr genau erinnern, wie wir eigentlich genau gelaufen sind. Und da die Kämpfe gerade relativ trivial werden, können wir auch einfach schnell ein bisschen zurücklaufen. Ne, ist ein bisschen Grind auf dem Weg, ist ja eh cool. Ah, guck. Guck, finde ich, haben wir ganz gut gemacht. Sehr gut. Ich rufe die jetzt mal in den Kampf, damit die vielleicht ein paar Erfahrungspunkte kriegen. So. Sehr gut. Jetzt holen wir uns vielleicht noch die... Oh, was ist denn da hinten noch? Da war gerade was Weirdes. Oh, da kommen wir leider gerade nicht hin. Okay. Also jetzt pass auf. Einfach nur runter, runter, runter. Okay. Mach mal kämpfen kurz. Ich bin echt, muss ich jetzt mal sagen, stolz drauf, wie gut ich hier durch die komplette Dunkelheit navigiert bin, oder? Mit Team Nummer 2. Schon nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Schon langsam verstehe ich das Spiel, glaube ich. Oh, Gott sei Dank. Im Licht. Cool. So,
So, dann gehen wir mal in den Garten mit den beiden, weil die haben erstens den Hammer und zweitens das Feuerzeug. Und beides, habe ich schon gesehen, brauchen wir jetzt dann hier gleich. Hau ich hier auch mal schon mal den Weg frei. Gut, dann hole ich mal die anderen nach. Oh oh, erstmal ein Kampf. So, der Frust lässt nach. Gerade habe ich mir echt gedacht, um Gottes Willen, ey. Um Gottes Willen. Ich will nicht mehr. Durch die Dunkelheit tappen, man sieht nichts. Es ist voll nervig. Ich war kurz davor, dass ich aufgebe. Aber jetzt bin ich wieder motiviert. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht, was wir noch für Monster treffen und was wir noch für Rätsel sehen und was noch so kommen wird. Finde ich gut. Das Tief ist überwunden. Aber Gott, hat mich das Spiel vorher gerade genervt. Geister, Achtung. Ach, ist da noch ein Hammer? Falls wir den anderen Hammer nicht gefunden hätten oder so wahrscheinlich. Und wahrscheinlich Benzin, das ich mitnehmen sollte, schätze ich mal. Weil es wahrscheinlich für die... Ach, das war ein YouTube-Abo, das verwirrt mich immer. Weil es wahrscheinlich für die... Oh nein, da hat irgendjemanden gelähmt. Meine Güte, der ist aber jetzt plötzlich krass. Ich glaube, ich rufe mal schnell Hilfe. Ich weiß nicht, warum der so lange lebt. Ich dachte, der ist einfach nur ein normaler Rave. Aber der ist irgendwie heftig. Haut mal alle drauf. Stirbt denn der nicht? Bieten wir ihn mal in Grund und Boden hier. Einmal beten und ansonsten alle draufhauen, bitte. Ja, also, meine Güte, der war jetzt ein bisschen gefährlich, finde ich. Oh, nein! 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 Oh Gott. Hasse ich das Spiel gerade wieder. Für einen kurzen Moment dachte ich mir, oh, eigentlich schon ein geiles Spiel. Aber die Zeit ist vorbei. Okay, der ist vergiftet. Das heißt, er bleibt jetzt definitiv hier. Ihr drei vereint euch jetzt. Gas. Genau, Gas brauchen wir. Und das hier ist wahrscheinlich einfach ein weiterer Hammer. Genau, brauchen wir nicht unbedingt. Na gut, wir kommen wieder, sobald wir die Heilerin wieder gefunden haben. Tschö. Wer weiß, wo die hin ist. Aber ausgerechnet... Ah, das ist so ein Pech. Oh, was ist denn das? Ein Cerberus, ein Hund. Der ist neu. Ich nehme mal lieber ein Gebet für den Anfang. Oh, was? Oh, ich habe keine Gebetspower mehr. Dammit. Desert kann noch beten. Und die anderen hauen mal drauf. Mal gucken, vielleicht reicht's ihr. Oh ne, Hunde halten was aus. Und vergiftet. Oh Gott. Das bringt uns gerade wieder in eine brenzliche Situation, ne? Oh Gott. Das ist jetzt richtig gemein. Eine Tunik? Heilt eine Tunik Vergiftung? Can't team up right now. Oh Gott, der wurde... Oh nein. Wenn ich die Tunik jetzt use, dann use ich die nur für mich, oder? Warte mal, ich speichere kurz. Wobei das vielleicht nicht der beste Moment ist, um zu speichern.
Nee, genau. Ich hab's jetzt eben nicht für ihn benutzt, ne? Das war blöd. Dann restarten wir nochmal. Das Spiel macht mich fix und fertig. Aber ich guck mal, ob so eine Tannik vielleicht... Oder die Pillen, ja genau. Oh, das ist jetzt echt gefährlich hier. Aber bist du dir sicher, Meathook, dass die Tonic auch nicht irgendwie Vergiftung heilen kann? Weil das wäre gut. Ich muss jetzt einfach die Krankenschwester suchen, wo auch immer die sein mag. Oh Gott, wir haben nicht mal Licht. Licht hat irgendein anderer Charakter. Dammit. Kann ich überhaupt jetzt Inventar tauschen mit dem Gelähmten? Oh Gott. Das wird ja immer schlimmer hier. Das ist zumindest noch echter Survival-Horror, definitiv. Das ist nicht so harmlos, unter Anführungsstrichen, oder so vergebend wie Resident Evil. Wo man schon irgendwie einen Weg rausfindet aus der Nummer. Warum hat die eigentlich einen Schlüssel, der für alle Schlösser passt? Geh jetzt einfach mal da rein. Und geh wieder raus. I'll be back. Okay, wir müssen uns jetzt... Das ist jetzt okay, ist alles gut. Wir sind kampftechnisch einigermaßen stark. Wenn der Hund jetzt nicht noch irgendjemanden lähmt... Oh, poisoned. Ich habe keine Ahnung, wo unsere Heilerin steht. Ich habe keine Ahnung, wo die abgestellt wurde, gemeinerweise. Oh Gott. Hallo, Abzweigverbinder. Wie geht's? Genau. Quasi der geistige Vorgänger von Resident Evil, der heute gespielt wird. Und es ist einfach unglaublich gemein. Es ist einfach unfassbar gemein, das Ganze. Ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, wir haben verloren. Okay, gut. Ich kann jetzt hier im Grunde mit der Figur nur durch das Dunkel navigieren. Flashlights Shadow. Oh nein! Desert ist vergiftet worden. Das heißt, es ist nämlich genau wie ich befürchtet habe. Ich war mir nicht sicher, ob es so ist. Aber das heißt, die Zeit läuft weiter. Das Gift wirkt weiter. Ja, ich bin jetzt Game Over. Die haben uns erwischt. Und da hilft jetzt auch kein Neuladen, leider. Weil das letzte Savegame, das ich gemacht habe, ist schon in einer auswegslosen Situation. Das habe ich unterschätzt, wie gefährlich das jetzt ist, glaube ich. Aber das heißt, ich muss... Okay. Gut, wartet mal. Weil das heißt, wenn die sowieso Giftschaden kriegen, ganz egal, was ich mache, dann kann ich ihn auch ins Team mitnehmen und dann vielleicht mit Tunix am Leben halten. Genau, was du gerade schreibst. Und dann versuchen, irgendwie die Krankenschwester wiederzufinden. Oh Gott. Das Spiel ist hardcore. Moment. Stand da gerade... Ja, Desert Railgun died gerade. Mitten im Kampf. What? Ist Desert Railgun schon so im Eimer, oder was? Ich will eigentlich nur noch aus dem Kampf raus, damit ich nochmal neu laden kann. Ey, das ist schon... sehr gemein, ey.
Ist er auch vergiftet eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Das ist jetzt natürlich auch eine beschissene Situation. Vergiftet und die Krankenschwester wird verschleppt. Ja, es ist aber wirklich gemein, ne? Worst-Case-Szenario so ziemlich. Ja. Ganz ruhig bleiben. Wir haben eine Tunik. Wartet mal. Die benutze ich jetzt. Okay. Und jetzt nehmen wir die andere noch mit. Oh mein Gott. Wie schnell gehen die Lebensmittel? Wer ist denn vergiftet da? Wer ist denn das? Okay, es geht nicht so schnell. Es ist auch nur slightly nervig. Oh Gott. Ob wir das nochmal hinkriegen, ich weiß es ja nicht. Wenn das Gift wenigstens von allein wieder aufhören würde. Ach nein! Oh Gott. Nein! Ich habe das Feuerzeug vergessen. Das hat der andere Charakter. Mit dem müsste ich nochmal irgendwas tauschen. Wahrscheinlich beim Lauf bei jedem Schritt so. Nee, geht schon. Okay, den bieten wir wieder zurück in den Boden, wo er hergekommen ist. Dann tauschen wir gegen das Feuerzeug. Dann retten wir die Krankenschwester. Dann heilen wir vor Vergiftung. Dann retten wir den anderen auch noch. Und dann ist alles gerettet. Genau. Nimm den Mollet und wir nehmen Waxy dafür. Oder meinst du die Flashlight? Nee, die Flashlight meine ich nicht. Ich meine Waxy. Damit wir im Dunkeln was sehen können. Weil komischerweise funktioniert die Taschenlampe nicht, um was zu sehen. Im Dunkeln, logischerweise. Okay, wir haben noch über 100 HP. Ist cool. Dann beten wir jetzt erstmal. Gnadenlos, das Spiel. Da ich jetzt eh bald die nächste Tunik nehmen muss, ne, kann ich im Grunde beten, wie ich will. Ich weiß wirklich nicht, wo sie sein könnte. Und jetzt kommt auch noch ein Zombie. Meine Hassgegner. Es ist nervenaufreibend. Also man kann über das Spiel sagen, was man will. Es ist super nervenaufreibend. Halt, ich habe sie gefunden. Oh mein Gott, da unten steht sie. Nein! Ah doch, ich dachte schon, sie steht auf der anderen Seite oder irgendwas. Okay. Wer war es gleich nochmal? Wird Landscape das Spiel jemals beenden? Ach, eine Abstimmung wurde gemacht und beendet. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Es hat auch nur eine Person abgestimmt. Die ist irgendwie an uns allen vorbeigegangen, oder? Ach, Merlin weiß jetzt, wie man Polz erstellt. Das ist cool. Aber kündig es am besten vorher an. Eine Person glaubt an dich, Kekwe, ja. Immerhin. Aber das ist schon mal cool, dass du jetzt weißt, wie man Polz erstellt. Ich bin der Einzige, der abgestimmt hat. Wer war denn jetzt gleich nochmal? Nonkonform? Ja. So, jetzt pass auf.
Item. Kit. Use. So. Und jetzt gehen wir gemeinsam wieder zurück. Also. Nee, shit. Ich hab mich verlaufen. Nee, warte, ich glaube, ich weiß wieder. Ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Aber ich glaube, ich sollte jetzt tatsächlich trotzdem die zweite Tonic benutzen. Nonkonform ist ziemlich tot. Ich hätte es von der Reihenfolge her andersrum machen sollen. Das war dumm von mir. Aber Zombies defeated, alles gut. Muss man schnell speichern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Hardcore. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Und dann. Mist, in die Richtung geht's gar nicht. Okay. Gehe ich aber nochmal zurück. Ich provoziere nochmal einen Zufall, einen Kampf. Genau. Nur damit die Heilerin zu uns kommen kann. Call. Pray. Pray. Oh shit. Wo habe ich sie denn abgestellt? Okay, Zeit abgelaufen. Ich weiß jetzt, wo die ist ungefähr. Dann hole ich sie eben von hier oben ab. So, ich muss echt auf sie ein bisschen aufpassen, ne? Weil sie hat wirklich keine Lebensenergie mehr. Ich sollte sie wirklich nur noch nachziehen. Der Stressball, ja genau. Ah, ich habe vergessen, sie zu callen. Ne? Aber es kommt bestimmt gleich der nächste random Kampf. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Da, perfekt. Schon wieder so ein Hund. Die Hunde sind meine neuen Schreckensgegner. Okay, Gott sei Dank. War mir nicht mehr sicher, wo die jetzt genau steht in der Dunkelheit. Aber hat geklappt. Die Hilfe kommt! Durchhalten! Alle durchhalten, wir haben es gleich geschafft. So. Wow. Wow, dass wir uns aus der Situation nochmal befreien. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Meine Güte. Aber das ist schon geil auch. Das ist schon cool. So sehr mich das jetzt auch alles genervt und frustriert hat, ist es halt dann auch einfach cool. Weißt du, das hat schon fast so. Nee, haut bloß ab, ihr Geister. Das hat schon fast so Dark Souls, so. Die Schatzkiste aus Elden Ring Vibes, ne? Plötzlich passiert was und das Spiel zerbombt dir deine ganzen Pläne und alles ist am Arsch und du weißt nicht, wie du dich davon wiederholen sollst. Und dann schaffst du es doch und dann ist es cool. Genau. Ich hoffe jetzt nur, dass die... Aber ich habe gerade gespeichert. Alles gut. Ich hätte so ein bisschen gehofft, dass jetzt die Geister weg sind, wo die schon mal jemanden entführt haben aus dem Raum. Aber nix da. Gehen wir lieber wieder ganz schnell. Da gehen wir nicht mehr rein. Da kriegen wir nur einen Hammer. Habe ich nur vergessen, dass da nur der Hammer ist, dass wir da schon waren.
Staubsauger haben wir nicht dabei, aber Feuerzeug. Tottenkopf. Gespeichert habe ich schon. Ich mache auch noch mal kurz einen Emulator-Save. Kurz gespeichert. Bin mir nicht sicher. Sollte er eigentlich haben. Quick Save. Alt, ja, habe ich eigentlich gedrückt. Ich glaube, es hat funktioniert. Vorsichtshalber nochmal manuell. Okay. Ah doch, passt schon. Wir haben Schlüssel dabei. Türsequenz. Dafür spiele ich das Spiel eigentlich. Mit Blut steht hier Gas. Ja, irgendwer hat das Benzin, aber ich weiß nicht mehr wer. Ah, das finden wir schon raus. Ein Skelett. Oh, ist das der Generator? Nothing. Sieht aber aus wie der Generator. Ah ja, der Generator. Auf einmal. Nee, noch nicht. Jetzt brauchen wir erstmal Item. Gas. Use. Used Gas. Gas poured. Look. Switch. Und der Generator. Ja, kriegen wir. Er läuft. Ja, wir haben Licht. Das ist nice. Ein Dagger fliegt auf mich zu. Nach links ausweichen. Wir sind ausgewichen. Dann gleich noch ein Kampf hinterher. Meine Güte. Der Raum. Willst du aber jetzt auch wissen. Verliere ich eigentlich auch die Gebetspunkte, wenn die nicht mehr drankommen zum Beten? Wahrscheinlich, ne? Wobei es ein bisschen gemein ist. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was Seile machen. Ich hab noch ein Seil. Brauche ich wirklich ein zweites? Ich nehme es mal mit. Wahrscheinlich kann ich da über Abgründe hinweg Items erreichen oder was weiß ich was. Leute, ich dachte, ich kann jetzt noch schnell zu Ende spielen. Ah doch, machen wir. Ich muss nämlich auf die Toilette. Aber die 10 Minuten bis 9 ziehen wir noch durch. Auch wenn ich aufs Klo muss. Dann machen wir jetzt keine Unterbrechung mehr. Hallo, Plotzokrone, wie geht's? Oh ne, nicht schon wieder sowas hier. Ich habe Angst, da drauf zu treten. Oh Gott! Leg sie wieder runter. Wir haben auch kein Fire Axe mehr, ne? Das liegt sonst irgendwo. Ganz gut. Das Spiel ist eigentlich... Also ich muss sagen, dafür, dass es von 89 ist und ein NES-Spiel ist, ist es sehr cool. Ich glaube, damals wäre das auch im Westen ein absoluter Hit geworden. Ein absoluter Kultklassiker. Schade, dass das Capcom nie in den Westen gebracht hat. Aber holy shit, ist das gnadenlos und schwer. Wir sind schon ein paar Mal in Situationen gekommen, wo ich dachte, ey, das schaffen wir nicht mehr. Und dann, bam, sind wir doch noch irgendwie wieder rausgekommen aus der Nummer. Was schon auch eigentlich cool ist, ne? Aber wow. Okay, wir haben jetzt Licht. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt würde ich mich fast gern nochmal hier ein bisschen umschauen. Na, vielleicht haben wir in der Dunkelheit irgendwas übersehen. Ich glaube, einmal beten und zweimal drauf, dann reicht das. Ah, einmal beten reicht schon bei so einem Zombie. Fledermäuse, wollt ihr mich wirklich angreifen? Ihr habt überhaupt keine Chance gegen mich. Ihr werdet komplett sterben. Überhaupt keine Chance.
Es ist nur nervig für alle Beteiligten. Hey, Zombie-Piraten-Girl, willkommen zurück. Guckt euch die Fledermäuse an. So, wir haben den Generator angemacht. Ne, da müssen wir jetzt, glaube ich, wieder so ein bisschen zurückgehen und in nördliche Richtung. Ich weiß ehrlich gesagt nämlich gar nicht, warum eigentlich. Es hat auf irgendwelchen Zetteln geheißen, wir brauchen jetzt unbedingt den Generator, damit wir weiterkommen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, warum. Ich muss dran denken, dass ich in den Kämpfen mal mein schwächeres Team nachhole. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau. Das weiß ich... Na, gucken wir mal. Will ich jetzt noch nichts versprechen. Ob es nächsten Mittwoch weitergeht mit dem Spiel hier. Vielleicht reicht es auch schon so als Expedition in die Vergangenheit. Aber vielleicht habe ich Bock, dass wir weiterspielen. Ich kann es noch nicht sagen. Oh, warte mal. Das würde ich gerne mitnehmen. Oh, nee, warte mal. Ich nehme jetzt mal das zweite Fire Extinguisher mit, auf jeden Fall. Und schauen wir, ob wir das Feuer löschen. Sagen wir mal, der Raccoon City Vorfall passiert wirklich. Würdest du überleben? Ich? Das kommt drauf an, ob ich mein Haus verlassen müsste. Oder ob ich das vielleicht, weißt du, ich könnte mir vorstellen, wir haben eine Gefriertruhe im Keller. Vielleicht könnte man sich da verbarrikadieren. Relativ easy sogar wahrscheinlich, tatsächlich. Und dann ein paar Tage überleben mit dem, was man da hat. Und dann, wenn irgendjemand das Problem da draußen löst in ein paar Tagen, dann schon. Aber wenn am Schluss eine Atombombe kommt, dann bin ich tot. Und wenn ich irgendwie rauskommen muss aus einem Explosionsradius, bevor mich durch Zombies kämpfen muss, bin ich ziemlich sicher auch tot. Ich glaube, das schaffe ich. Und du? Und ihr? Würdet ihr Raccoon City überleben? Also mein erster Impuls wäre auf jeden Fall verbarrikadieren. Und wenn dann wirklich eine Bombe kommt, die alle sprengt, dann hätte ich keine Chance. Überleben unter Anführungsstrichen. Naja, meinst du als Zombie? Moment mal, ich bin irgendwie falsch abgebogen. Was mache ich hier eigentlich? Du bist ja schon untot, das stimmt. Als Zombie-Piraten-Girl hast du einen unfairen Vorteil, das stimmt. Hau den weg. So, jetzt benutzen wir hier nochmal den Feuerlöscher. Dann können wir uns hier nochmal das Fresko anschauen. Aber wir haben ja... Doch, haben wir die Kameraperson dabei? Ich glaube schon. Mein Gott, ey, aber wenn man das wirklich hardcore spielt und man lädt nicht neu und man speichert nicht und die Leute sterben, wie sie sterben, hat man irgendwann noch einen Charakter, der wahrscheinlich voll überlevelt ist, aber der dann wegen jedem Item irgendwie durch die halbe Villa laufen muss. Um Gottes Willen. 228. Ein Ritter braucht einen Speer. Ach so, das haben wir schon gelöst. Das Rätsel. Jetzt haben wir die Taschenlampe nicht dabei, ne? Nee. Die Taschenlampe hat das andere Team und ich habe ehrlich gesagt echt Schiss, die zu bewegen. Weil wenn die beiden angegriffen werden... Eieiei. Ich pack mich mal hier. Ups. Moment mal. Wer hat die Taschenlampe? Besen, Hammer, Holz.
Ah, F-Light. Ja, ja, wir haben eh die Taschenlampe. Aber es ist trotzdem gut, dass ich das andere Team mal nachgeholt habe. Ah ja, ist eh nur optional. Mein Check Russell Dackel Mischling würde mich beschützen. Das ist gut. Ich könnte mich auch eine Weile verbarrikadieren und ich könnte wahrscheinlich auch eine Nachricht aus dem Fenster hängen für eventuelle Rettung. Ich glaube, ich würde es ausprobieren, ob die Zombies nicht auf einen reagieren, wenn man sich mit Gedärme und Leichenteile von Zombies einschmiert, à la Walking Dead. Aber ich könnte ja versuchen, ob ich mit den Infizierten kommunizieren kann. Ja, ja, für dich ist das dann wie Heimkommen wahrscheinlich, ne? Dann sind quasi endlich alle normal, so wie du. Nicht mehr so weirde, uninfizierte Menschen, so ungefähr. Ich bin eigentlich mit unserer Bewaffnung gerade sehr zufrieden. Ich glaube, ich brauche gar keine Silberaxt. Mach's gut, Vampire Girl. Ist mir noch nie aufgefallen, wir haben ein Vampire Girl und ein Zombie-Piraten Girl. Faszinierend. Haben wir noch irgendwelche Monster Girls? Von denen ich nichts weiß. Oh Gott, das klingt wie irgendwie so ein komisches Anime, so ein weirdes Anime-Spiel, wenn ich das so sage. Nehme ich zurück. Mit Monster Girls. Immerhin kein Einhorn. Was, du bist allergisch gegen Einhörner? Das ist aber eine gute Allergie, oder? Die wird selten ausgelöst, eher so. Jo, mach's gut, Puzzle. Wir machen jetzt, glaube ich, eh auch alle Schluss gleich, ne? Ich will nur schnell noch gucken, wo wir jetzt eigentlich hin müssen, falls wir doch weiterspielen, weil sonst finde ich den Weg garantiert nicht mehr nächste Woche. Und ich möchte gucken, ob wir dieses komische Holzstück, das ich schon so lange mit mir rumtrage, hier in den Kamin werfen können und ob das irgendwas bringt. Weil Brücken können wir daraus nicht bauen. Ah, das lockert jetzt das andere Team wieder. Na gut, okay. So, hier war jetzt die Nachricht, dass wir unbedingt den Generator brauchen. What ist denn hier los? Oh mein Gott, nein! Ich will nicht gegen die kämpfen. Ist das eine große Maus? Eine Katze. Neue Musik. Aha, und jetzt passt mal auf. Oh yeah! The courtyard is below. Wir bräuchten jetzt den Staubsauger, den haben wir nicht dabei. Hund. Ah, ich hasse Hunde. Ich liebe Hunde. Aber ich hasse Monsterhunde, die mich fressen wollen. Ich muss das, ne, das muss mal genauer ausführen. Yeah, Level Ups, das ist gut. Ich finde das immer lustig, wenn da menschliche Knochen rumliegen und die so ist nichts, ist auch wurscht. Aha, ein Seil funktioniert nicht. Ich habe noch Kabel. Soll ich Kabel benutzen? Kabel funktioniert auch nicht. Nick. Ein Seil funktioniert wirklich nicht. Nee, na gut. Hier sind auch irgendwelche wilden Kratzer an der Wand und so. Das ist schon. Oh, was haben wir denn hier? Eine Spitzhacke, irgendein Buch? Aber. Kann ich da drüber gehen? The floor is sticky. Okay, ich habe ein bisschen Angst vor dem Floor.
Wie nothing? Da, was heißt hier nothing? What? Beware, 4 steps and you will be trapped. Okay, 4 Schritte und wir versinken. Ich speichere jetzt hier. Hier speichere ich auch nochmal. Und dann würde ich sagen, hallo Alex, aber gleichzeitig machen wir für heute Schluss. Freut mich sehr, dass ihr mit dabei wart. Schön, dass ihr da wart. Danke vor allem, dass heute so viel Bits und Abos und alles reingekommen sind, obwohl wir heute so eine kleine Truppe waren. Super cool und super nett von euch. Freut mich wirklich sehr. Und Alex, vielen Dank. Alex 2203 ist jetzt ein Birdrider. Yay, vielen Dank. Tentakel der Tiefe mit ihm sein. Vielen Dank für den Abschiedssub noch. Hallo, Skidrow, genau. Nächsten Dienstag, 18 Uhr, geht's dann weiter mit Resident Evil 2. Ich habe mir nämlich gedacht, wir sind jetzt, ich habe schon die Let's Plays vorproduziert von Resident Evil 1. Wir sind kurz vorm Ende und ich möchte nicht im Stream irgendwie kurz Resident Evil 1 starten und dann durchspielen und dann muss ich umbauen und dann fangen wir mit 2 an, sondern Resident Evil 1, die Chris-Reihe, der Chris-Run wird jetzt als Let's Play beendet, aber wir fangen nächsten Dienstag 18 Uhr schon mit Resident Evil 2 an. Ich freue mich sehr drauf, hab mega Bock drauf, bin sehr gespannt und ob wir das hier noch weiterspielen, ob jetzt in Form von Let's Plays oder Stream nächsten Mittwoch. Ich weiß es noch nicht. Ich bin momentan zwiegespalten. Vielleicht reicht das wirklich schon als nostalgische Reise an den Anfang. Die Resident Evil Parallelen haben wir gesehen. Die sind definitiv da und recht eindeutig. Gleichzeitig ist es natürlich ein ganz eigenständiges Spiel. Aber ein Resident Evil, das ein bisschen mehr in die Richtung gehen würde von dem Spiel, wäre wiederum, glaube ich, ziemlich interessant. Raiden nicht vergessen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß erstens nicht. Wir sind heute nur noch so wenig. Das ist mir fast peinlich, mit so einer kleinen Gruppe nur noch zu raiden. Wie sieht denn das aus? Kann man gar nicht posen. Ich habe zu früh gesagt, dass wir Schluss machen. Jetzt sind schon alle gegangen. Kann ich auch verstehen. Recht haben sie. Raiden wir trotzdem. Ich habe letztens Silent Hill entdeckt. Die hat Resident Evil gespielt. Resident Evil 4. Die macht einen sehr coolen Eindruck. Ne? Ich habe bei der auch erst ein paar Stunden reingeguckt. Aber die wirkt sehr nett. Die spielen gerade It Takes Two zu zweit. Raiden wir doch mal rein. Na cool, Leute. Dann machen wir das. Dann sage ich jetzt mal Tschüss. Danke fürs Dabeisein. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Also jetzt dauert es kurz, bis wir raiden können, ne? Es ist wirklich zum Posen immer cool, wenn man mit einer großen Gruppe raiden kann. Aber ihr seid alle ganz wundervoll, deswegen ist das auch gut. So, schönen Abend noch. Ciao.